Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu All That Jazz, dem ersten Jazz Summit Niedersachsen. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt, um mit uns einen Abend ganz im Zeichen des Jazz aus Niedersachsen zu verbringen. Der Jazz Summit ist ein neues Gemeinschaftsprojekt der Landesarbeitsgemeinschaft Jazz in Niedersachsen, kurz gesagt LAG Jazz, und im Landesmusikrat Niedersachsen. Und als diese begrüßen wir euch heute Abend. Nach 2 Jahren der Planung freuen wir uns, dass wir euch heute und morgen Abend ein interessantes wie abwechslungsreiches Programm mit und über Jazz aus Niedersachsen präsentieren können. Es erwarten euch insgesamt 8 Konzerte mit Bands aus verschiedenen Teilen des Bundeslandes. Außerdem präsentieren wir Interviews und Gespräche über die Geschichte des Jazz und die LAG Jazz in Niedersachsen, die gegenwärtige Situation für den Jazz und werfen einen Blick in die Zukunft. Der Blick in die Vergangenheit liegt uns am Herzen, denn die LAG Jazz ist im letzten Jahr 40 Jahre alt geworden. Wir sind gespannt, mit euch und unseren Gästen, Wegbegleiterinnen und Kollegen herauszufinden, was in dieser Zeit alles so passiert ist. Der Jazz Summit soll Begegnung, Vernetzung und Präsentation der niedersächsischen Jazzszene sein. Von jung bis alt und offen für alle Stilrichtungen, eben All That Jazz. Wir freuen uns, dass wir trotz der digitalen Ausgabe des Jazz Summit ein bisschen Zelle zu Gast haben. Die Band Was Nun und die neue Jazz-Initiative Zelle werden nachher auftreten und wir danken für die Kooperation trotz der Verlegung. Während ihr alle Bands aus dem Tesma-Studio sehen könnt, wechseln wir 3 gleich in unsere zweite Location, die Rampe. Dies ist ein neuer, wachsender Coworking-Space und Raum für Musik und Musikschaffende in Hannover. Und nun? Sucht euch einen gemütlichen Platz für die nächsten paar Stunden, macht euch vielleicht ein leckeres Getränk auf und freut euch auf Konzerte mit dem Bernd Nawotnik Quartett, der Band Spaces, dem Donata Jahn Trio und der Band Was Nun. Freut euch auf spannende Interviews und Gespräche mit unseren Gästen und auf eine kleine Zeitreise durch 40 Jahre Jazz in Niedersachsen. Wir wünschen ganz viel Spaß mit All That Jazz. Thank you.
Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend oder guten Mittag, wann auch immer. Wir freuen uns sehr, dass wir, die Band Was Nun, einen Beitrag leisten dürfen zu diesem LAG Jazz Summit. Und freuen uns ganz besonders, dass die Jazz-Initiative Celle da einen Beitrag leistet und wir deshalb hier heute spielen dürfen. Das erste Stück, was wir heute für euch gespielt haben, trägt den Titel The Road Ahead. Und wir machen weiter mit einem Stück unseres Flügelhornisten und Trompeters Marvin Zimmermann, Unterlüß. Und direkt im Anschluss kommt ein Stück unseres Pianisten Tony Williams, nämlich Labyrinth. Viel Spaß. Uh-huh.
Vielen Dank bis dahin. Bevor wir jetzt zum letzten Stück kommen, möchte ich einmal ganz kurz diese tolle Band vorstellen. Am Flügelhorn und Trompete Marvin Zimmermann. An der Posaune Jan-Frederik Schmidt. Unser Drummer Erik Motzek. Am Kontrabass Markus Levin. Und am Flügel Anthony Williams. Mein Name ist Moritz Ahring. Wir sind die Band, danke, wir sind die Band Was Nun. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne mal auf unsere Seite. Eventuell kommt da demnächst eine frisch gepresste CD an. Und wir freuen uns, wenn ihr auch noch beim letzten Stück zuhört. Das ist wieder aus der Feder unseres Pianisten und trägt den Titel Majak. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß. Thank you.
Wir freuen uns auf die erste Gesprächsrunde heute Abend hier in der Rampe. Zu Gast haben wir Johannes und Kurt Klose, zwei Brüder, die die niedersächsische Jazzszene über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt haben, in ganz unterschiedlichen Funktionen. Kurt habe ich Mitte der 90er Jahre kennengelernt, als ich noch Schüler am Georg-Büchner-Gymnasium in Letta war. Und da kam er in den Unterricht und hat einen Latin-Workshop gemacht. Zu der Zeit hatte ich noch überhaupt keine Idee, dass ich irgendwann mal Profimusiker werde und dann auch die niedersächsische Jazzszene über die LAG Jazz vertreten werde. Johannes habe ich dann später kennengelernt, als es mich immer mehr in die Stadt gezogen hat und dann bei den Jam-Sessions in der Marlene und dann bei verschiedenen Konzerten im Landesjugend-Jazzorchester Wind Machine. Und dann waren wir zusammen auf Tour in Polen und beim Montreux Jazz Festival und dann später während des Studiums an der Hochschule hier. Und da hat er Arrangement, Methodik unterrichtet und die ganzen Workshops organisiert. Und ja, jetzt haben wir öfter mal Kontakt mit Landesmusikrat und LAG Jazz. Ich freue mich, dass ihr beide heute hier seid und uns ein bisschen helft, 40 Jahre Jazz in Niedersachsen aufzuarbeiten. Also wenn jemand was dazu erzählen kann, dann ihr beide auf jeden Fall. Und bevor ich jetzt hier eine lange Liste vorlesen würde, was ihr alles gemacht habt, stellt euch doch kurz einmal selber vor. Kurt, vielleicht willst du anfangen? Ja, du meinst jetzt also auch meine musikalische Entwicklung und so weiter, ne? Ja, also wer du bist, was du machst, für alle, die dich nicht kennen. Ja, also für mich, was die Musik betrifft, was da die Initialzündung war, es war Mitte der 70er Jahre eine Dokumentation über die Latino-Szene in New York. Da spielte die Rebaretto Big Band. Und das hat mich dermaßen angefixt, dass ich wusste, das ist meine Musik, die will ich machen. Also diese multirhythmische Perkussion, dann diese scharfen Bläsersätze, die Montunos auf dem Klavier, der abgefahrene Bass und das alles zusammen in so einer Big Band. Und von da an habe ich mich zu fast 100% mit dieser Musik beschäftigt, also hauptsächlich jedenfalls. Und du warst ja dann auch Vorsitzender von der LAG Jazz 1999, glaube ich, bis 2009. Mhm. Also du hast ja auch dann darüber hinaus über deine sag ich mal, eigene Arbeit mit verschiedenen Bands, auch als Funktionär irgendwelche Ämter inne gehabt. Erzähl doch mal, was du da so gemacht hast. Also die LAG wurde ja 1980 gegründet und es war im Grunde ein Wunsch vieler Initiativen in Niedersachsen, der schon aus den 1970er Jahren kam, nämlich so eine Art Solidargemeinschaft zu gründen. Das passierte dann auch. Also es waren viele Initiativen aus den Städten in Niedersachsen, aus Hannover, Oldenburg, Osnabrück, Lüneburg, Göttingen. Und einige Einzelmusiker schlossen sich zusammen. Zuerst nannte sich dieser Verbund Landesarbeitsgemeinschaft der Jazzmusikerinitiativen und selbstständige Jazzmusiker in Niedersachsen. Also ein Wortungetüm. Das haben wir dann später eingekürzt auf LAG Jazz Niedersachsen. Ich tue mich ja immer schon schwer bei Landesarbeitsgemeinschaft Jazz in Niedersachsen. Ja, wir sagen ja auch nur noch einfach die LAG inzwischen. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Und ja, der Anfang war ein großes Festival, wo wirklich die ganze Jazzszene Niedersachsens auf die Bühne kam, in Barsinghausen. Johannes, du warst da auch maßgeblich dran beteiligt, weil wir beide kamen aus einem Basinghäuser Ortsteil und waren natürlich vor Ort. Das Ganze sollte eigentlich stattfinden in der tollen Deister Freilichtbühne und wegen des schlechten Wetters mussten wir es dann ins Schulzentrum verlegen. Aber das tat dem Ganzen keinen Abbruch. Zwei Tage Musik aus Niedersachsen und das war wirklich der erste große Kulminationspunkt der niedersächsischen Jazzszene, wo also alle mal zusammenkamen. Diese Festivalserie haben wir dann fortgesetzt in den nächsten Jahren. Das heißt, immer wieder in verschiedenen Städten gab es dann niedersächsische Festivals. Dann war ja der Wunsch aus dem Land schon lange da, die Musiker zu fördern. Also es ging jetzt nicht nur um reine Festivals, sondern es ging auch um eine Breitenförderung in der Jazzszene. Wie können wir Jazzmusiker besser fördern? Und da haben wir dann das Projekt Jazz Podium entwickelt. Es war eine Förderung, die hauptsächlich vom Land Niedersachsen getragen wurde. Das heißt also das Ministerium für Wissenschaft und Kultur, was uns da sehr unterstützte. Und wir hatten später auch Gelder bekommen von der Stiftung Niedersachsen.
Und dieses Programm Jazzpodium lief bis 2005, glaube ich, so ungefähr. Ich weiß, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Das wurde dann abgelöst von Jazz In. Das war eine Spitzenförderung. Da ging es dann darum, dass bestimmte Preisträger von einer Jury ausgewählt wurden, die dann Preisträgerkonzerte landesweit, sogar bundesweit gaben. Ja, jetzt sind wir ja schon richtig eingestiegen in die Aufarbeitung der Jazzgeschichte in Niedersachsen. Vielleicht holen wir noch Johannes kurz ins Boot mit rein. Du kannst ja auch gleich noch mal eine Menge zu sagen. Aber erzähl doch mal ganz kurz noch mal über dich für alle, die dich vielleicht noch nicht kennengelernt haben. Genau, ich bin dann ja quasi nicht Musiker und auch nicht Musikpädagoge in erster Linie geworden, sondern Funktionär. Und für die zwei Studien, die ich gemacht habe, da passte das ja eigentlich gar nicht dazu, Bildungsreferent beim Musikrat zu werden. Aber so etwas Kulturpädagogisches habe ich gar nicht studiert. Aber mich hat natürlich die Praxis, vor allem in Hannover, Festivals zu veranstalten, Workshops, kleinere Konzerte, das hat mich qualifiziert. Also man kannte mich und rief mich quasi dazu auf, mich beim Landesmusikrat zu bewerben. Und das fand ich ja durchaus attraktiv und mache es ja heute noch seit über 25 Jahren. Ich wollte gerade sagen, ich hatte hier irgendwo stehen gehabt, 25 Jahre ist ja auch ein Vierteljahrhundert Jazz beim Landesmusikrat. Ich hatte irgendwo gelesen, Jazzreferent, jetzt sagst du Bildungsreferent. Ja, im Arbeitsvertrag darf das Wort Jazzreferent nicht vorkommen, weil dann dürfte ich ja nur für den Bereich Jazz eingesetzt werden, sollte der Jazz absolut mal nicht hip sein. Und im Übrigen, die LAG Jazz hat Anfang der 90er Jahre durch ihre gute Arbeit überhaupt dazu beigetragen, dass mein Arbeitsplatz beim Landesmusikrat eingerichtet werden konnte. Denn nur weil der Jazz da ganz vorne war, hat der Landesmusikrat einen solchen Arbeitsplatz bewilligt bekommen. Also das kann ich auch nochmal bestätigen. Der Landesmusikrat war ein super Kooperationspartner für uns. Ja, also wir hatten einige gute, aber der Landesmusikrat stand da ganz vorn. Und wenn ihr jetzt sozusagen, ihr habt ja das von Anfang an jetzt alles miterlebt, persönlich, wie die LAG entstanden ist oder auch andere Initiativen sich in der Zeit gegründet haben in den 80ern, in verschiedenen Städten auch. Was waren eure persönlichen Highlights in 40 Jahre Jazz in Niedersachsen? Also was ich sehr interessant fand, es waren auch wirklich Highlights, es war die Zusammenarbeit mit der LKJ, also der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung. Das begann ja schon ganz früh. Da war die LKJ mehr so die bürokratische Stütze der LAG Jazz ganz am Anfang. Aber später gab es dann auch wirkliche praktische Projekte, die gemeinsam angegangen wurden. Und ein Projekt war das internationale Zirkuscamp in Lingen. Ich habe das damalige Zirkusorchester geleitet, das war ganz toll. Da waren also Musiker aus ganz Europa, junge Musiker, es war ja ein Jugendcamp. Und ich fand es fantastisch, was da für eine Atmosphäre war, wie die Menschen sich gegenseitig bereicherten mit ihrer Musik, mit ihren Ideen und so weiter. Insa Lienemann war auch damals total begeistert von dieser Zusammenarbeit. Das Ganze gab es dreimal in den 90er Jahren, also das war für mich so ein ganz großes Highlight. Vor allen Dingen diese Begegnung, diese internationale Begegnung. Es gab ja einen großen Bedarf an Schulen, an Musikschulen, an Kulturzentren, den Jazz auch dort mal zu etablieren oder mit Fachkompetenz zu bereichern. Und da haben wir deswegen dieses ganze Programm Jazzmobil ins Leben gerufen. Das Jazzmobil selbst gibt es sogar oder gab es damals als ein Fahrzeug. Das war ein großer Transporter, ein Mercedes-Transporter. Und man muss sich das so vorstellen, es gab zum Beispiel Big Band-Seminare. Da gibt es dann irgendwo eine Big Band in Northeim. Dann fährt man dahin mit einem Jazzmobil, hat das ganze Equipment drin. Im Jazzmobil sitzt das vierspannige Dozententeam. Der eine ist für die Bläser da, der andere für die Rhythmusgruppe, für Gesang und vielleicht noch was anderes. Und dann passiert so ein zweitägiger Workshop. War denn das Jazzmobil dann sozusagen auch ein Vorläufer der Jazz-Seminare, die es ja heute auch noch gibt? Ganz genau. Okay. Ganz genau. Ne? Also das hieß damals Jazzmobil und das hat praktisch, also dieser Oberbegriff hat alles zusammengefasst, was mit den pädagogischen Workshops zu tun hatte. Jetzt ist der Jazz Summit, All That Jazz, ein neues
Gemeinschaftsprojekt mit dem Landesmusikrat zusammen. Und wir freuen uns ganz doll, dass wir das gemeinsam in dieser Form jetzt auch online dann nochmal durchführen können. Also ursprünglich sollte es ja alles live in Celle sein. Weißt du ja, kennst ja die Geschichte. Vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen über die Geschichte Jugendjazz. Sollte ja eigentlich auch jetzt im Frühjahr ein wichtiger Bestandteil sein dieser ganzen Aktion. Das wird jetzt verschoben. Und diesen Wettbewerb oder diese Landesbegegnung gibt es ja auch schon seit einiger Zeit. Und ich selber war ja auch ein paar Mal mit dabei, glücklicherweise. Und Landesjugendjazzorchester, auch ein wichtiges Thema für die Nachwuchsarbeit in Niedersachsen. Vielleicht kannst du da noch mal so 2-3 Sätze zu sagen. Da kann ich ja gleich 2 Fragen beantworten, die du gestellt hast, nämlich einmal Highlight aus 40 Jahren LAG Jazz und dann konkret zu Jugendjazz, zu diesem Wettbewerb. Ich finde es immer total begeisternd, wie die LAG Jazz die Notwendigkeit, administrative oder auch behördliche Anforderungen zu erfüllen, mit einer Menge Kreativität, Spaß und vor allem überzeugender Musik in Einklang bringt. Jugendjazz hat also immer bewiesen, dass die LAG da alle ihre Trümpfe zeigen konnte. Eine ganz hervorragende Kooperation zwischen dem Landesmusikrat und der LAG. Und besonders begeistert hat mich, wenn das Ganze mit einer örtlichen, regionalen Szene verknüpft war. Und die LAG schwört da jetzt ja auch wieder drauf. Eine Zeit lang war es nicht so, dass in die verschiedenen Orte gegangen wurde. Der Grund war ein sehr schöner eigentlich, da die Landesmusikakademie Niedersachsen in Wolfenbüttel seit 2010 zur Verfügung steht, hat der Wettbewerb Jugendjazz da stattgefunden. Aber wenn wir in Norden waren, in Lüneburg, in Salzgitter, in Goslar, das waren fantastische Wettbewerbe und man hat die örtliche Szene animiert und die LAG hat sich wirklich von allen Seiten gezeigt. Sie hat Bands fürs Konzertprogramm geliefert, sie hat Workshop-Dozenten klargemacht, sie hat Juroren gestellt, sie hat sich selber präsentiert. Also da konnte man immer die LAG so dufte erleben, wie sie ist. Und sehr, sehr schade, dass jetzt das wieder aufgegriffene Konzept, wir gehen in die Region, nicht realisiert werden konnte. War ja nun ursprünglich für September 20 in Celle vorgesehen, jetzt für April. Wünsche mir ganz doll, dass das demnächst dann auch live und in 3D passieren kann. Ja, also vielen Dank euch beiden für diese ganzen Informationen über Jazz in Niedersachsen. Ich glaube, da war viel Spannendes mit dabei auf dieser Reise in die Vergangenheit. Wenn wir jetzt kurz in die Zukunft blicken, was wären eure persönlichen Wünsche für die nächsten 40 Jahre LAG Jazz? Ich habe das ja miterlebt, wie jetzt der neue Vorstand agiert, ne, mit dir als Vorsitzendem. Und ich kann mir vorstellen, also nach dem, was ich so mitgekriegt habe, ihr habt ja unglaublich viele neue Impulse gesetzt in der Arbeit der LAG Jazz, was ich ganz toll finde. Passiert jetzt ganz viel. Und dass diese Arbeit Früchte trägt, das fände ich richtig gut. Und ich bin mir da auch ganz sicher, dass das passieren wird. Denn es gibt sehr viele kreative Köpfe. Und wenn man das als Team weiterentwickelt, dann gibt es bestimmt auch eine gute Zeit danach. Und außerdem, wenn ich jetzt mal zurückblicke, vor 100 Jahren gab es die spanische Grippe, das wissen wir, das war auch diese Pandemie. Und nachdem die beendet war, also als man nicht mehr unter dieser Pandemie litt, gab es die goldenen 20er Jahre. Und ich wünsche mir auch für die Musik, für den Jazz und überhaupt für die LAG Jazz diese goldenen 20er Jahre jetzt auch für die Zukunft. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die LAG Jazz ihre Musik weiterhin voranbringt. Der Jazz ist die Musik der Gegenwart. Sie spiegelt die Gegenwart wider, sie kommentiert die Gegenwart in höchst aktueller Form. Und die LAG beweist ständig, dass in brüderlicher und schwesterlicher Gemeinschaft die JazzmusikerInnen Niedersachsens auf Top-Niveau agieren können. Und da wünsche ich der LAG Jazz auch als mein persönlicher Kooperationspartner ganz, ganz viel Glück, ein gutes Händchen und bin überzeugt, dass sie eine tolle Zukunft haben wird. Hallo, liebe Insa. Herzlich willkommen hier bei uns in der Rampe. Das ist unser zweiter Spielort
für den Jazz Summit und sozusagen die Fortsetzung unseres 40-jährigen Geburtstags. Und den ersten Teil haben wir ja letztes Jahr bei euch in der LKJ gemacht. Das ist die Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung in Niedersachsen. Und die LAG Jazz hat leider ja keinen eigenen festen Raum. Und von daher waren wir ganz froh, dass wir bei euch unterkommen konnten mit unserer Mitgliederversammlung. Und da hatten wir auch unsere erste kleine Geburtstagstorte gehabt. Deswegen freuen wir uns, dass wir sozusagen bis ins Jahr 2021 hier weiter feiern konnten und du heute mit uns hier zu Gast bist. Ich kannte die LKJ, muss ich ehrlich sagen, vorher nicht wirklich. Also ich habe natürlich die Buchstaben mal irgendwo gesehen, aber wusste jetzt gar nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht magst du einmal kurz was über dich und die LKJ erzählen. Ja, sehr gerne und auch herzlichen Dank für die Einladung. Das freut mich natürlich sehr, dass ihr da an die LKJ gedacht habt, weil wir ja auch gemeinsam auf 40 Jahre zurückblicken, wie ich gerade schon auch gehört habe. Die LKJ, ja, eine Abkürzung mit drei Buchstaben, Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung. Die wurde vor 40 Jahren gegründet, 1980. Und das ist jetzt hier heute der Dachverband für die kulturelle Jugendbildung in Niedersachsen. Wir bündeln die Interessen von insgesamt 31 Fachverbänden auf Landesebene. Bekannt geworden oder auch in den Produkten deutlich sind wir mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur, dem FSJ Politik und den Bundesfreiwilligendiensten beispielsweise. 250 Jugendlichen in 250 Einsatzstellen, davon auch viele Musikschulen und viele andere Einrichtungen der musikalischen Bildung. Oder auch die Kontaktstelle Kultur macht Schule, wo wir die Kooperation von Mitgliedsverbänden mit Schulen unterstützen. Und wie lange bist du jetzt schon dabei bei der LKJ? Ja, das ist immer die spannende Frage, weil ich schon sehr lange dabei bin. 1986 bin ich eingestiegen. Das war dann so ein Ein-Personen-Büro in der Wohnung, gab es auch ein Badezimmer. Und noch ziemlich solo unterwegs. Ne? So dann, ich glaube, 92 hat sich die Sache weiterentwickelt und da bin ich dann Geschäftsführerin geworden. Und jetzt 40 Jahre LKJ, also wir haben ja sozusagen fast gleichzeitig Geburtstag gehabt. Ihr hattet ja dann auch vor, das groß zu feiern und hattet was geplant im Landtag mit Präsentationen und Veranstaltungen. Das musste ja wegen Corona alles dann verschoben werden und in dieses Jahr und dann nochmal verschoben. Erzähl doch mal, was ihr geplant habt und ob und wie und was jetzt davon übrig geblieben ist. Ja, da haben wir ja alle die gleiche Erfahrung. Also 16.06.1980 war Gründungsdatum. Da hatten wir eigentlich eine große Party vor. Ist ja eigentlich auch mal sinnvoll. Ne? Daraus ist eine Zoom-Party geworden und die hat erstaunlich gut funktioniert. Wir hatten das Thema 40 Jahre LKJ, Verbinden und Verbünden. Und die Kolleginnen und Kollegen vom Team haben sich da auch eine ganze Menge zu dieser Zoom-Party einfallen lassen. Natürlich war noch viel weiteres auf der Agenda. Das ist aber nach und nach alles so richtig ordentlich abgesagt worden. Also wir haben aber trotzdem beibehalten die Planung einer Ausstellung, die bereits bei der Mitgliederversammlung 2019 vorbereitet wurde. Mitglieder hatten Gegenstände mitgebracht, die sie mit der LKJ verbinden. Zitrone, weil wir für das Feld die Vitamine liefern, ein Hut, weil wir es gut behüten, die Bahncard, weil alle so viel unterwegs sind im Flächenland. Da ist so eine Sammlung von so 30 Gegenständen zusammengekommen. Und daraus und mit vielen anderen Themen ist eine sehr, sehr coole Ausstellung entwickelt worden. Die ruht jetzt bei uns im Lager. Und wir hoffen, dass wir sie aber am 1.7. jetzt im Sommer im Landtag zeigen dürfen. Es haben ja auch Jugendliche von Kurt Kloses Gruppe in Wennigsen das musikalische Begleitprogramm bereits vorbereitet. Jugendliche der LAG Zirkus haben eine Jonglagenummer vorbereitet. Mit der LAG Jugend und Film haben wir einen 360-Grad-Rundgang durch die Geschäftsstelle gemacht. Alles ist fertig dafür. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Entwicklungen so sind, dass wir zumindest dieses Mal die Ausstellung im Landtag zeigen können. Natürlich planen wir immer von A bis endlos D, wenn gar nichts mehr geht, also notfalls auch Streaming. Aber wir würden uns ja wünschen, dass wir sie zeigen können. Ja, das wünschen wir euch auch. Ne? Und eine Frage noch, wo du es gerade angesprochen hattest, LAG Zirkus. Da ist mir im Vorgespräch, haben wir uns drüber unterhalten, dass früher gab es so ein internationales Zirkuscamp, wo ja dann auch so ein bisschen diese Verbindung mit LKJ und LAG Jazz ja sozusagen dann zustande kam auch. Ne? Ja, die Anknüpfungspunkte sind sogar noch viel früher. Schon in diesem Einzimmerbüro damals habe ich irgendwie in Erinnerung, gab es Gespräche mit Vertretungen der LAG Jazz, weil damals gab es das Jazzmobil.
falls ihr das noch erinnert, ein Fahrzeug, das durch Niedersachsen fährt und an Schulen, ne, für musikalische Programme mit Kindern und Jugendlichen sorgt. Und ich meine, dass damals das Jazzmobil über die LKJ gefördert wurde in den damaligen Strukturen. Der nächste Punkt war dann tatsächlich das europäische Jugendzirkuscamp in den 90er Jahren. Und da lernte ich über die LRG Jazz Kurt Klose kennen. Der hat dann da bei dem europäischen Jugendzirkuscamp das Orchester geleitet. Das Zirkuscamp war in Lingen an einer Jugendherberge. 150 Jugendliche aus vielen europäischen Ländern und auch 20, ich glaube sogar 30 Jugendliche, häufig aus osteuropäischen Ländern, fürs Zirkusorchester. Sowas wie Landeswettbewerbssieger, Querflöte Lettland und so. Ja, die haben dann natürlich ihre richtigen dollen Leute da geschickt, die Länder, als wir das damals geplant haben. Und Kurt ist zu Höchstform aufgelaufen in der Leitung dieses Orchesters. Ich erinnere vor allen Dingen, dass er abends in der Jugendherberge immer noch saß, die Stimmen für die einzelnen Instrumente handschriftlich neu zu notieren. Denn es gab ja noch keine dollen Programme, wo man das mal eben schnell mitmachen kann. Ne? So, weil zum Beispiel das Ave Maria für die Seiltanznummer oder so, ne, war ein Wunsch oder irgendwie ein Latino-Groove so für eine Jonglage. Das hat er alles ordentlich mit der Hand ausnotiert. Und es war auch ziemlich warm im Zirkuszelt. Und die trugen dann nachher auch immer so schöne, richtige Orchesteruniformen und so. Also da sind wirklich starke Wurzeln gelegt worden. Der Kontakt ist wirklich intensiv. Wir haben es damals bedauert, dass wir mit diesem schönen Musikprogramm, was Kurt entwickelt hat, und dem Zirkus nicht auch auf Tour gehen konnten, weil das eine ganz tolle Aufführung war, die damals entstanden ist. Gibt es denn jetzt aktuell noch Projekte mit LKJ oder LAG? Also ich sag mal so in den letzten Jahren. Ja, über den Kontakt mit Kurt ist es eigentlich darauf im Moment zugelaufen, dass wir, wenn wir das Kulturprogramm beim Landesfesttag der Niedersachsen machen, immer junge Bands bei uns aus den Zusammenhängen, die wir über Kontakt mit Kurt oder Johannes genannt bekommen, so ein Eröffnungsprogramm oder im frühen Nachmittagsprogramm mal Auftritte hatten. Ja, vielleicht können wir da ja noch mal auch für die Zukunft gucken, dass wir dann noch mal für die nächsten 40 Jahre LAG und LKJ uns noch mal was überlegen, dass man wieder ein bisschen öfter was zusammen macht. Wenn du jetzt so zurückblickst auf 40 Jahre LKJ, gibt es für dich so persönliche Highlights, wo du sagst, das war ein geiles Projekt, sowas müssen wir nochmal machen oder irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Naja, in 30 Jahren sind viele sehr tolle Sachen gelaufen und ich frage mich gerade, wie persönlich darf es denn sein? Ich mache es mal persönlich, glaube ich, weil über den jetzt auch angesprochenen Kontakt zur Zirkuspädagogik, anfänglich Kinderzirkusfestivals, später dieses Camp da in Lingen, hat sich das Thema Kinder- und Jugendzirkus so entwickelt, dass eine Landesarbeitsgemeinschaft entstanden ist. Und wir wurden dann auch eingeladen zur Expo in Sevilla, da mit dem Zirkusthema das Kinderkulturprogramm zu machen. Und in dem Zusammenhang habe ich meinen Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt glücklich 20 Jahre verheiratet bin. Oh ja. Das ist mein Highlight. Und letztes Jahr, als ich bei euch in den Räumen war, da lagen auch Flyer von einem Projekt, das hieß Butter bei die Fische. Vielleicht machst du etwas, da noch mal. Etwas Butter bei die Fische. Ist auch für euch vielleicht mal wichtig. Habe ich gerade gedacht, für die LAG Jazz noch eine Möglichkeit auch in diesem Jahr. Wir haben als LKJ uns sehr dafür eingesetzt, viele Jahre schon, dass das vorwiegend vom Ehrenamt geprägte Feld der kulturellen Kinder- und Jugendbildung besser mit Landesmitteln ausgestattet wird. Und vor etwa 10 Jahren haben wir Daten gesammelt und da festgestellt, es ist wirklich stark vom Ehrenamt geprägt. Hier muss ich das nicht erzählen, ihr kennt das ja auch. Aber auch das Verhältnis ist halt sehr auseinandergekippt. Hohes ehrenamtliches Engagement und ganz wenig Unterstützung von Hauptamt. Damals haben wir so eine kleine Kampagne gemacht beim Landtag und angeklopft, Geld her für die Mitgliedsverbände, Butter bei die Fische. Ja, es ist draus geworden, etwas Butter bei die Fische. Das ist immerhin ein Förderprogramm, mit dem wir das ehrenamtliche Engagement von Mitgliedsverbänden unterstützen. Ja, das ist auch gut zu wissen. jetzt für uns selber noch zum Abschluss als Inspiration. Als wir da bei euch in den Räumen waren, hat man dann gemerkt, ja, so kann es natürlich auch gehen. Also wir jetzt als LAG Jazz, die so ein bisschen heimatlos sind und keinen festen Ort haben. Ja, was würdest du uns denn als Tipp mitgeben, wie man es den nächsten Schritt angehen könnte, dass wir dann halt auch vielleicht irgendwann mal ein eigenes Zuhause haben?
Ja, wenn ich jetzt das Patentrezept hätte, wäre ich natürlich richtig gut aufgestellt. Also erstmal braucht man diesen langen Geduldsfaden. Und den hat die LAG Jazz ja schon gehabt, weiß ich aus, weil sich das immer kontinuierlich auch neu entwickelt hat. Aber ich denke, der Schulterschluss mit den Kulturverbänden gemeinsam sich einzusetzen für mehr Unterstützung der öffentlichen Mittel, für die vielen Aktivitäten, für die kulturelle Bildung, da eben halt nicht als alleine zu versuchen, sondern immer denken, gemeinsam mit anderen, das ist, glaube ich, gerade der einzige Weg, wie es geht. Weil die Zeiten sind natürlich jetzt noch schwieriger geworden. Man hat noch mehr Antworten darauf, dass von der Politik zu erwarten, dass die Kassen leer sind. Aber gleichzeitig kann ich nur sagen, wenn ich jetzt mal so mit 30 Jahren Erfahrung hier sitzen darf, ne, so, der erste Satz, den ich von einem niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur gehört habe, als ich damals den ehrenamtlichen Vorstand begleitet habe, war, nee, also extra noch mehr Geld haben wir hier nicht. Also dann müssen Sie sich dran gewöhnen. Also es ist ja schön, was Sie machen, aber unser Haushalt, das ist alles schon ziemlich ausgeplant. So, ne? Und das hat sich in den 30 Jahren in keinem Gespräch mit jedem Minister, jeder Ministerin geändert, außer damals mit Frau Heinen-Kleitsch. Der haben wir den Aufschwung zu verdanken gehabt, dass wir in diesem Büro jetzt sind, wo ihr da auch eure Mitgliederversammlung gemacht habt. Aber das war mal eine Ausnahme. Und trotzdem immer weiter Dickbrett bohren und aber es nicht alleine versuchen, sondern mit der ganzen Wucht, die eigentlich die Musik auf Landesebene so in den Dachverbänden hat, da dranbleiben. Ja, ich sag mal erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Infos und für das Gespräch. Und ich wünsche euch, dass hoffentlich eure 40-Jahre-Feier jetzt im Sommer dann umgesetzt werden kann in der Form, wie ihr es dann auch jetzt gerne hättet. Und auch vor allem, dass ihr gut durch diese Corona-Zeit durchkommt und wir dann hoffentlich bald uns mal wieder unter normaleren Umständen treffen. Ja, ich bedanke mich nochmal für die Einladung und drücke die Daumen, dass es in Zukunft wieder Live-Musik gibt, weil die vermisse ich schon auch sehr. Da würde ich gerne mal zu einem Konzert von euch kommen und auch nicht nur hier sprechen, sondern auch eure Musik hören. Hallo, schönen guten Abend an den Empfängern zu Hause. Wir sind das Bernd Nawotny Quartett und wir spielen unser neues Programm. Und zwar handelt das von Tieren, das heißt Animals. Und das erste Tier, um das es heute geht, ist der Black Swan. Viel Spaß.
Im nächsten Stück geht es gleich um zwei Tiere, und zwar um ein Nilpferd und um dessen Helfer bei der Zahnpflege. Und das heißt Hippos Dentist.
Das nächste Stück ist ein Stück über ein Insekt, einer Biene und heißt Be a Bee and Be Busy. Thank you.
Nachdem nun die Biene sehr flott hier durch die Gegend geflogen ist, widmen wir uns jetzt im Gegenteil, nämlich Turtles in Motion. Thank you.
Wir kommen zu unserem letzten Stück für heute Abend. Und zwar geht es diesmal um einen Steinbock, Capricorn. Vielen Dank nochmal und ich bedanke mich bei dem Team hier im Studio Tesma, dem Beleuchtungsteam, dem Aufnahmeteam. Bedanken uns bei der LRG Jazz und der LRG Jazz Niedersachsen für die Möglichkeit, hier so ein schönes Konzert zu spielen. Vielen Dank. Nochmal kurz vorgestellt, an der Gitarre Henning Date, am Kontrabass Thomas Koch, am Saxophon Maxim Hartmann und zusammen sind wir das Berndner Wottende Quartett. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.
kann mich noch sehr gut erinnern, als wir 2019 die ersten Planungen für den Jazz Summit begonnen haben, war uns ziemlich schnell klar, wir wollen raus aus Hannover, wir wollen ins Flächenland Niedersachsen. Und ziemlich schnell kam dann die Idee, mit unserem Jazz Summit nach Celle zu gehen. Nicht zuletzt, weil es dort einen ganz wunderbaren Partner gibt, nämlich die neue Jazz-Initiative Celle, mit der wir sehr gerne in diesem Jahr zusammen unser 40-jähriges Jubiläum in Celle zusammen begangen hätten. Nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr, dass wir auch bei unserer digitalen Ausgabe des Jazz Summit Besuch aus Celle haben. Dr. Ralf Ahring, erster Vorsitzender der neuen Jazz-Initiative Celle, ist zu Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ich kann mir vorstellen, dass auch du gerne mit uns zusammen jetzt auf dem Brandplatz in Celle gestanden hättest und ein bisschen Jazz gehört hättest. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Vielen Dank erst nochmal für die Einladung, dass es mir auch möglich gemacht wird, ein paar Dinge über das Celler Jazzleben loszuwerden. Wir haben natürlich auch mit Fieber auf diesen Jazz Summit in Celle schon gewartet und hätten gerne auf dem Brandplatz oder auf vielen Bühnen in der Stadt ein richtig tolles Jazz-Event gefeiert und mit Jung und Alt. Das hat uns leider Corona ziemlich vermasselt. Das stimmt, wie so vieles andere leider auch. Ich erinnere mich noch gut, als wir bei dir im letzten Jahr im Wohnzimmer saßen und uns Gedanken gemacht haben, wie das Ganze aussehen könnte, zusammen mit dem Rest des Vorstandes der neuen Jazz-Initiative Celle. Vielleicht magst du kurz ein paar Sätze zu euch sagen. Was macht die neue Jazz-Initiative Celle? Wer seid ihr? Genau. Ja, nicht nur ihr habt dieses Jahr oder hättet letztes Jahr einen großen Geburtstag gehabt, den 40-jährigen, sondern auch wir haben dieses Jahr ein 25-jähriges Jubiläum zu feiern. Die neue Jazz-Initiative ist am 12. Februar dieses Jahres genau 25 Jahre alt geworden. Und das ist eigentlich auch ein Grund zu feiern. Nur leider ist die Feier mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Ja, die neue Jazz-Initiative, wie der Name schon sagt, wenn es eine neue gibt, dann gibt es sicherlich auch eine alte. Und entstanden ist das Ganze mal aus der ursprünglichen Jazz-Initiative, die sich 1996 dann abgespalten hat. Es gab da Bestrebungen, dass also einige eher so den kommerziellen Jazz veranstalten wollten und mit den Veranstaltungen Geld verdienen wollten. Und der andere Teil, der dann sicher dann auch die Gründung der neuen Jazz-Initiative mit ins Leben gerufen hat, der war mehr so an Jugendarbeit und Zusammenarbeit mit den Schulen und am eher frei geförderten Jazz entsprechend interessiert. Und da haben sich dann sozusagen dieser kommerzielle und der Vereinsteil, der mehr für die öffentliche Förderung da ist, die haben sich entsprechend getrennt. Herzlichen Glückwunsch also an dieser Stelle nochmal nachdrücklich. Es ist jetzt ja wirklich quasi noch ganz frisch euer 25. Geburtstag. Magst du mal so ein paar Beispiele nennen, was so Projekte sind, die ihr da in Celle macht? Also unsere Arbeit besteht in erster Linie darin, junge Leute an den Jazz heranzuführen und junge Talente entsprechend zu fördern, zu erkennen. Und dementsprechend arbeiten wir schon seit vielen Jahren mit den Musikerziehern, vornehmlich der großen Gymnasien in Celle, zusammen. Fast jedes Gymnasium hat eine eigene Jazzband und Big Band und auch kleinere Kombos. Und wir bieten halt den Musikern der Schulen dort an, durch Workshops, Vermittlung mit Profimusikern, ihr Können zu verbessern und führen sie in neuen Formationen zusammen, bieten ihnen Veranstaltungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel auch unsere entsprechenden Sessions. Wir haben also fast alle zwei Monate immer eine feste Session, die unter einem bestimmten Motto steht. Wir sponsern die Sessionband als Jazz-Initiative und jeder, der ein Musikinstrument hat und mitspielen möchte, kann seine Noten mitbringen und kann dann an diesem Abend über 3-4 Stunden dann sich dem Publikum präsentieren. Das nutzen zum Beispiel dann auch freiberuflich tätige Musiklehrer. Und so haben wir über die 25 Jahre schon viele große Talente, die dann auch bis in die deutsche Jazzspitze entsprechend vorgedrungen sind, gefördert. Ne? Als Beispiel zum Beispiel die beiden Heidenreich-Brüder, Hermann und Klaus Heidenreich. Die sind ja Jazz-Kennern und Szene-Kennern, durchaus ein Begriff. Seid ihr quasi die Talentscouts des Jazz, kann man so sagen? Ja, das ist so mit einer unserer, da haben wir ein Faible für, und das ist eigentlich auch mit einer unserer Aufgaben in unserer Satzung. Ne? Einfach Leute zu fördern und zu gucken, und wenn sich dann sozusagen eine Jazz-Profikarriere daraus ergibt, umso besser.
Das klingt ja tatsächlich fast so, als wäre Celle der heimliche Jazz-Hotspot Norddeutschlands. Ist das so? Nein, das überblicke ich nicht. Und das möchte ich auch für die Jazz-Initiative uns nicht anmaßen, dass wir das sind. Aber wir haben halt den Vorteil, Celle ist halt eine Kleinstadt, sehr beamtengeprägt durch ein großes Oberlandesgericht, was wir haben. Wir haben traditionell relativ lang bestehende Gymnasien, die auch immer gute Musikerzieher gehabt haben, die auch Wert darauf gelegt haben, dass eben in der allgemeinen Bildung auch die Musik eine gewisse Rolle spielt. Und da hat der Jazz schon von Anfang an eine große Rolle gespielt. Und während vor 15, 16 Jahren noch jeder unter Jazz in Celle mehr oder weniger Oldtime-Jazz verstanden hat, ist das inzwischen schon so, dass wir das gesamte Genre des Jazz abbilden und auch fördern. In Zeiten wie diesen, wo ganz vieles sich auf die Städte reduziert und in den Städten bald, spielt natürlich auch gerade Kultur im ländlichen Raum eine große Rolle. Inwiefern ist es bei euch ein Thema, auch mit dem Jazz nicht nur in Celle selbst zu sein, sondern auch im ländlichen Raum um Celle herum? Ja. Also Celle hat insgesamt 70.000 Einwohner, der Landkreis auch noch mal etwa gleich so viel. Und es sind insgesamt 10 selbstständige politische Gemeinden um Celle herum angesiedelt. Und schön, dass du mir den Ball so zuspielst. Wir haben nämlich gerade vor 3 Jahren eine solche Spezialserie, nennt sich Jetzt oder Jets auf dem Land, entwickelt. Und mit Hilfe von Sponsoren, insbesondere der den Volksbanken, haben wir es geschafft, da genügend Geld zu sammeln, dass wir dann also mit unseren Jazzbands in die entsprechenden Vororte und kleineren Ortschaften um Celle herum gehen. Und da gibt es auch kleine Musikkneipen, kleine Bürgerseele, Veranstaltungsplätze. Und da bieten wir dann unser Programm auch dann zum Hören feil. Großartig. Da belebt ihr also den ländlichen Raum, es sei denn, es ist Corona, ja. Würde ich mal vermuten. Wie betrifft die Corona-Pandemie gerade eure Arbeit? Ja, die hat unsere Arbeit im Prinzip, ja, ich will nicht sagen zum Erliegen gebracht, aber der operative Teil, der läuft natürlich weiter, die Planungen laufen weiter. Und wir haben im Prinzip ja die gesamte, mit ein paar Ausnahmen, die gesamte Konzertsaison 2020 als Blaupause in 2021 weitergeschoben und werden das jetzt auch in gleicher Weise auch, wir müssen die Berufsmusiker und Bands dann vertrösten, halt auch jeweils immer um ein halbes Jahr weiter vorausschieben. Aber wir haben im Prinzip einen festen Plan, das sind einmal die schon erwähnten Sessions zu nennen. Und wir haben natürlich auch noch ein weiteres Projekt, was ich eben noch nicht angerissen habe. Wir haben vor 5 Jahren, das wäre also das nächste Jubiläum, eine Jugend-Bigband als Jazzclub ins Leben gerufen. Unter dem Motto, aus den Schul-Bigbands, die wir haben, die Talente und diejenigen, die noch über den Schulmusikunterricht hinaus ihre musikalischen Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern wollen, denen eine Plattform zu bieten und Big Band Musik und neue Big Band Themen zu erarbeiten und neue Big Band Stücke einzuüben. Und wir sind trotz des kurzen Bestehens sehr, sehr stolz, dass diese Band schon sehr erfolgreich gewesen ist. Ja, die hat den Landesjugendwettbewerb Jugend Jazz in Wolfenbüttel gleich im ersten Anlauf beim ersten Teilnehmen gewonnen und hat sich dann fürs Bundesfinale qualifiziert. Das war schon ein großer Erfolg. Ja, großartig. Wir hätten ja auch gerne im Rahmen des Jazz Summit den Jugend Jazz Wettbewerb mitveranstaltet. Auch das fällt jetzt Corona-bedingt leider flach. So sind wir oft auch davon betroffen. Aber der wird im November dann nachgeholt. Und dann wird es sicherlich auch dort sehr schöne Geschichten geben. Und hoffentlich können wir dann 2023 auch gemeinsam, wie ursprünglich geplant, in Celle mit Jugend Jazz und einem kleinen Festival, den Jazz Summit, feiern. Was ist das Erste, was ihr machen möchtet, wenn die Corona-Pandemie irgendwann vorbei ist? Wenn die Corona-Pandemie wieder vorbei ist, dann wollen wir mit unserer neuen Konzertreihe einfach wieder loslegen und starten und hoffen, dass das Publikum so ausgehungert ist, dass zu unseren Sessions dann auch ohne Zugangsbegrenzung und Beschränkung auf eine bestimmte Personenzahl möglichst viele Leute kommen und wir wirklich mal wieder ein tolles Jazzfest feiern. Wir haben zum Beispiel auch noch ein paar Veranstaltungen, so als Crossover-Veranstaltungen, die nennen sich Jazz-Geschichten, wo sich dann
Der Wolfgang Heidenreich, das ist der Trompeter und Vater von den beiden erwähnten Heidenreich-Brüdern, sich sehr, sehr viel Arbeit macht und dann einfach sich irgendeine Jazzgröße aus der großen Historie des Jazz vornimmt und ein bisschen was an Anekdoten erzählt und dementsprechend auch mit musikalischen Beispielen entsprechend unterfüttert. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Veranstaltungsevent, was gerade auch von der älteren Bevölkerung sehr gerne gehört und gesehen wird. Das ist echt eine ganze Menge, was ihr da macht. Wirklich toll und klingt so, als sollte man doch öfter mal nach Celle fahren, wenn man ein bisschen Jazz hören möchte. Ja, sehr gerne. Also ihr seid jederzeit eingeladen, gar keine Frage. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Ralf, dass du heute den Weg auf dich genommen hast und nach Hannover gekommen bist. Und sehr, sehr gerne. Alles Gute nochmal für euer Jubiläum und wir drücken alle die Daumen, dass wir uns bald wieder bei irgendwelchen Konzerten, ob in Hannover, in Celle oder irgendwo anders im Bundesland. Da arbeiten wir ganz fest dran. Es wird sicherlich auch ein Leben nach Corona geben und der Jazz hat auch schon andere Höhen und Tiefen überstanden. Er wird das auch sicherlich diesmal tun. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Alles klar. Ich danke dir. Wir freuen uns, heute Abend Professor Dr. Herbert Hellhund zu Gast zu haben. Und ich persönlich freue mich auch, dass wir uns mal wiedersehen nach langer Zeit. Herbert war von 1986 bis 2011 Leiter des Studiengangs Jazz, Rock, Pop hier an der Hochschule für Musik und Theater und Medien in Hannover. Außerdem unterrichtete er Trompete, Ensemble, Jazz- und Rockgeschichte und Improvisation. In diesen 25 Jahren hat Herbert zahlreiche Studentinnen und Studenten auf den Einstieg in ein musikalisches Berufsleben vorbereitet. Du hast systematische Musikwissenschaft an der Universität Gießen und anschließend Trompete an der Kunstuniversität in Graz studiert. Anschließend hast du dann 1984 promoviert und dann warst du Redakteur beim Südwestfunk in Baden-Baden. 1986 wurdest du dann Leiter des Jazzstudiengangs in Hannover. Beschreib uns doch mal die Situation. Was war zu der Zeit in Deutschland, in Niedersachsen und in Hannover so jazzmäßig im Gange? Das lässt sich in einem Satz sagen. Überall das Gleiche, wenig. Es gab einige Schwerpunkte, in denen Jazz stattfand, unterschiedlicher stilistischer Ausrichtung übrigens. Das kann ich nachher gerne ein bisschen erläutern, was ich damit meine. Und hier in Hannover war es so, dass die Musikhochschule ja schon einen Kurs angeboten hatte, einige Jahre vorher, als zusätzliches Angebot für vor allem Schulmusikstudierende. Die Klassiker, die im Haus unterwegs waren, nahmen dieses Angebot eigentlich eher nicht wahr, meines Wissens. Aber die Schulmusiker waren interessiert an Jazz, Rock, Pop. Und das erklärt auch den Studiengang Jazz, Rock, Pop, die Dreifachausrichtung. Das ist im Grunde genommen geschuldet dem Interesse der angehenden Musiklehrer an Gymnasien damals, die eben für diese drei Bereiche sich interessiert haben. So, es gab in Hannover eine kleine Szene. Es gab in niedersächsischen Städten wie Braunschweig, Osnabrück auch, glaube ich, oben am Deich Richtung Emden ein bisschen was. In Bremen, was ja nicht zu Niedersachsen gehört, war eine größere Szene ansässig. Und in Hamburg dann auch wieder natürlich durch die NDR Big Band bedingt und durch den ungefähr zeitgleich begonnenen Studiengang dort auch, der aber in einem kleineren Format ablief. Dort war die NDR Big Band die Hauptsache in Hamburg. Dann weiter nach Süden in Deutschland. Der wichtigste und damals schon etablierte Studiengang war in Köln mit einer Szene drumherum. Es gab in Frankfurt eine größere Szene, Albert, die Bangelsdorf-Brüder zum Beispiel, HR, Big Band etc. Und dann weiter nach Süden wurde es wieder dünner. In Karlsruhe war noch einiges. Und das war es so ziemlich. Es war nicht viel los in Deutschland, sehr einzelne Schwerpunkte. Und dann war sozusagen die Hochschule in Hannover der Leuchtturm so im Norden mit Hamburg zusammen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also Hamburg und Hannover haben wenig miteinander zu tun gehabt. Das war schon eine gewisse Trennung. Auch dadurch, dass der Hamburger Studiengang relativ klein war und nicht Jazz, Rock, Pop. Das war pur Jazz. Und wir hatten ja diese Dreifachausrichtung gleich. Jetzt für uns aus der heutigen Sicht ist es natürlich schwer vorstellbar, wie damals so ein Jazzunterricht an der Hochschule aussah. Also als ich 2000 bis 2005 studiert hatte hier in Hannover, da war das ja schon alles
sozusagen strukturiert und alles vorhanden. Aber so in den 80ern, wie muss man sich das vorstellen? Wie war da dann der Unterricht, als das alles entstanden ist? Man muss es sich tatsächlich so vorstellen, dass es fast nichts gab. Diese ganzen Lehrmittel, die inzwischen auf dem Markt unterwegs sind, man weiß ja gar nicht, wo man hingreifen soll. Es gibt ja Unmengen von Materialien. Diese ganzen Lehrmittel existierten damals noch nicht. Das ist in den 80er Jahren eigentlich richtig als Markt entdeckt worden. Und damals gab es fast nichts. Patterns for Jazz, Jerry Cooker zum Beispiel gab es. Oder später kam dann, das war schon in den 90er Jahren, glaube ich, Bill Dobbins, Linear Approach, also eine kleine Arrangierschule etc. Es gab fast kein Material. Und von daher war es so, dass die Unterrichte sich ausrichteten an dem, was die jeweiligen Lehrer selbst gemacht, erlebt haben und auf dem Weg Learning by Doing gemacht haben. In meiner Zeit als Student in Graz war es nicht anders. Es gab ganz wenig Material und jeder Lehrer hatte so ein bisschen sein Privatrezept für den Unterricht und das war es dann auch. Es gab keine einheitliche Berkeley-Methode, die ja jetzt weltweit quasi etabliert ist. Ich hatte mich mal mit Stefan Abel und Uli Ort darüber unterhalten, wie das damals war mit den J.B. Amersholt-Büchern, als sie dann eine Edition nach der anderen rauskam. Nicht so wie jetzt, als ich dann studiert habe, da gab es ja schon die ganzen Bände da stehen in der Bibliothek. Aber die haben erzählt, damals mit Schallplatte haben die dann so lange zu der einen Ausgabe gespielt, bis dann halt die Platte kaputt war. Und richtig, dann hat man sich gefreut, dass die nächste Edition kam. So, ne? Aber wie war denn der Unterricht, wenn es jetzt noch keine wirklichen Jazzlehrer gab? Haben die dann bei klassischen Leuten Unterricht gehabt oder sind die dann, wo sind die hingegangen? Es gab keine studierten Jazzlehrer. Es gab Lehrer, die als Musiker sich ein gewisses Rüstzeug erworben hatten, aber nicht in dem Sinne ausgebildet waren, wie sie das heute sind. Das war damals alles in den Kinderschuhen. Und in dem Zusammenhang, wie siehst du da so die Bedeutung von, ich sag mal so, den Spielstätten, wo Jazz gespielt wurde, also Jazzclubs und die Szenen drumherum. Das Gewicht und die Bedeutung von Jazzclubs kann man gar nicht genug betonen. Das waren im Grunde genommen die Hochschulen, in Anführungszeichen, in Deutschland. Die Begegnungsstätten, dort, wo man was hörte, was einen interessierte, wo man dann mit den Musikern, die da gespielt haben, mal sprechen konnte, wo es Kontakte gab zwischen den Musikern und zwischen den einzelnen Szenen vielleicht, wenn das Leute aus demselben Land waren, etc., etc. Also diese Clubs waren eine ganz, ganz wichtige Institution, möchte ich fast sagen, in der Entwicklung einer Jazz-Szenerie hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und wie war dann so von Hannover aus gesehen, also der Jazzclub ist ja auch schon ein bisschen älter, wie war da so die Ausstrahlung für Norddeutschland oder auch für die Hochschule dann später in den 80ern? Der Jazzclub Hannover hatte eine beträchtliche Bedeutung in jeder Hinsicht. Erstens war das ein Laden, in dem viele Leute spielten, auch überregionale und internationale Acts waren dort anzutreffen. Und es ist so, dass die Anfangsphase der Studiengeschichte hier in Hannover nicht unabhängig lief von dem Jazzclub. Ich glaube, so habe ich das damals von Mike Gerke, jedenfalls dem Chef über Jahrzehnte des Clubs, von Mike Gerke erfahren, dass im Jazzclub auch ein Interesse bestand, das hier zu institutionalisieren. Und die Jungs von Joe Viera, die ja damals die Dozenten waren des Jazzkurses in Hannover, war natürlich auch über den Jazzclub letzten Endes nach Hannover und an die Hochschule gekommen. Joe Viera, Ed Kröger, Thomas Prentkens-Mönkemeyer, Heinrich Hock, so, das waren die Leute. Ne? Ja, also der Name Joe Viera, der kommt ja doch öfter mal vor, wenn man über Jazz und die, sag ich mal, die Ausbildung an der Hochschule spricht. Vielleicht kannst du da noch mal das ein oder andere erzählen. Ja. Also Joe Viera ist das Jazzpädagogik-Urgestein schlechthin in Deutschland. Der Mann kommt ja aus München und er reiste dann durch die Republik und unterrichtete in verschiedenen Hochschulen auf die Art und Weise, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, mit dem Know-how, was man da eben als Musiker damals hatte, mit ein bisschen elementaren Kenntnissen aus dem, was in Berkeley natürlich auch erarbeitet und entwickelt worden war an Material, also die Akkordskalentheorie etc.
Er hat auch Bücher publiziert. Wenn man die mal in die Hand nimmt und durchschaut, dann kann man sich eines gewissen Schmunzels nicht entbehren, weil das verrät den Stand der Jazz Education damals. Und er ist ja auch immer noch aktiv, ne? So wie ich das jetzt bewundere den Mann, der ist unverbüßlich, ja. wie war denn das damals, als du dann hier ankamst, 1986, und wie viele Studenten waren da und Dozenten, wie muss man sich das vorstellen? Ja. Also die Anzahl der Studenten und Dozenten war ungefähr identisch. Das war der erste Jahrgang und ich glaube, es waren 5 Studenten in dem Jahrgang 1985, 86. Dann kam ich, 1986, 87 kamen nochmal etwa 5 dazu. Wir hatten also 10 oder 11 Studenten, ich weiß gar nicht mehr genau wie viele, konnten noch keine Big Band besetzen. Das war auch die nächsten 2, 3 Jahrgänge nicht mit Studenten möglich aus dem Hause selbst. Wir haben dann die Big Band besetzt mit Gästen von außerhalb. Ein paar Leute von der Szene. Und dank der Interessen von Schulmusikstudierenden konnten wir ein paar Nicht-Jazzer aus der Schulmusik auch in die Big Band integrieren. So war das. Dann gab es eine Big Band. Und jetzt sage ich mal, aus der Hochschule wieder raus. Wie haben sich die Musiker damals miteinander ausgetauscht oder vernetzt? Also ich weiß jetzt, dass in den 80er Jahren doch viele Initiativen auch gegründet wurden in verschiedenen Städten. Wie hast du das miterlebt oder auch von den Studenten, die bei dir dann da waren? Ich habe immer wieder gesehen, dass die Studenten selbst entweder aus ausschließlich Studentenbesetzung aus der Hochschule oder mit Freunden aus der jeweiligen Szene zusammen Bands gemacht haben. Und ich glaube, dass diese Bandprojekte solche Keimzellen waren für das Geschehen in den jeweiligen Bereichen, wo die Musiker dann ansässig waren. Die haben ja nicht alle wieder dann sich in Hannover nur niedergelassen, sondern sind in ihre Heimatstädte zurückgekehrt, zum Beispiel Lüneburg und andere Städte und oder auch außerhalb Niedersachsens und haben dort sich mit Musikern zusammengetan. Und du warst ja aber auch über die Hochschule hinaus in anderen Gremien unterwegs, wie dem Jazzausschuss des Landesmusikrats, ja, oder der Niedersächsischen Musikkommission. Richtig, ja. Was habt ihr da für Sachen angeschoben? Also im Jazzausschuss haben wir ganze 5 oder 6 Jahre mit meinem Mitwirken daran gearbeitet, den Organisationssektor Jazz, der über das Land, über den Landesmusikrat beeinflusst wurde, sage ich mal, optimieren. Das führte dann schließlich dazu, dass die Musikakademie in Wolfenbüttel entstehen konnte. Das ist ja auch aus der Arbeit des Landesmusikrates heraus mit entstanden, zum Beispiel. Und dann haben wir die einzelnen Szenen miteinander in Kontakt gebracht. In diesem Jazzausschuss saßen Leute aus Lüneburg, aus Oldenburg, aus noch weiter oben, ich glaube Bremerhaven oder sowas war das, ein Kollege, ich war dabei, Johannes Klose aus Hannover, also das war eigentlich auch ganz ein Göttinger, es war ganz Niedersachsen, das da vertreten war. Wir hatten darüber gesprochen, dass zu der Zeit jetzt nicht nur die Musiker, die aktiv spielen oder die Studenten, die aus der Hochschule rauskommen, wichtig waren für die Szene, sondern halt auch Menschen, denen die Musik, also speziell die Jazzmusik, wichtig ist und die sich für die Musik interessieren. Wie schätzt du das ein, also auch im Vergleich mit den Initiativen, die gegründet wurden oder auch Clubs, die dann entstanden sind daraus? Das Stichwort Clubs ist da das Richtige. Im Grunde genommen würden diese Clubs ja nicht existiert haben, wenn es nicht eine Szene gegeben hätte an Publikum. Interessenten, die regelmäßig in diese Clubs kommen, sich die Konzerte anhören, auch durch Eintritte die Gagen mitfinanzieren, durch ihre Arbeit, das Clubleben, das Konzertangebot, das ganze Management mit unterstützen, etc. etc. Also in den Clubs, die aktiven Leute im Publikum sind eigentlich der Humus für die jeweilige Szene. Nur die Musiker alleine hätten das nicht geschultert. Es war wichtig, dass ein Publikum da war, das auch aktiv irgendwie sich eingebracht hat. Und das waren vor allem die Leute in den Clubs, die dort anzutreffen waren. Du warst über ein Vierteljahrhundert Studiengangsleiter für Jazz, Rock, Pop. Seitdem haben viele professionelle Musikerinnen, Dozentinnen und Musiklehrerinnen ein Studium absolviert. Wenn du jetzt in die Vergangenheit schaust oder auch einen Blick nach vorne, wie würdest du die Situation heutzutage einschätzen?
Da muss man ein differenziertes Bild geben, glaube ich. Einerseits ist es ja sehr erfreulich, dass die Szene sich so sehr professionalisiert hat, dass es sich so vervielfältigt hat, dass es so viele unterschiedliche Impulse gibt durch die große Anzahl der Musiker und Musikerinnen, die dort unterwegs sind. Das ist alles hoch erfreulich. Was nicht so erfreulich ist, ist die wirtschaftliche Situation und die beruflich-wirtschaftliche Perspektive für Jazzmusiker. Jazz ist keine, wie die klassische Musik, institutionell so begünstigte Sparte. Ja, es gibt keine, gut, es gibt ein paar Rundfunk-Bigbands, aber es gibt nicht so eine Orchesterszene im Jazz, wie das in der Klassik der Fall ist. Das ist von der kulturellen Förderung, Stichwort Musikkommission in Niedersachsen, da kann ich das untermauern durch Beispiele. Es gibt einfach nicht die entsprechende Förderungsinfrastruktur für Jazz. Und von daher muss man sagen, dass die große Anzahl der Jazzmusiker und Musikerinnen inzwischen mehr als früher zu kämpfen hat, sich ein wirtschaftliches Standbein zu schaffen. Da bin ich aber trotzdem nicht völlig pessimistisch, sondern ich bin einfach der Meinung, dass man das tun sollte, was inzwischen ja im Berufsleben mehr oder weniger selbstverständlich ist, nämlich eine Mehrfachqualifikation anstreben. Jeder, der Jazz liebt und es studieren möchte und es schafft, ein Studium zu absolvieren, soll das gerne machen. Aber man sollte sich von der Idee verabschieden, dass man nur davon alleine leben kann, eine Familie gegebenenfalls ernähren kann und mit Gelassenheit in die Zukunft blicken kann, was das Wirtschaftliche betrifft. Die Mehrfachqualifikation ist das Zauberwort meines Erachtens. Dann vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst hier bei unserem Jazz Summit. Und wir hoffen, dass ihr interessante Informationen über die Geschichte des Jazz in Niedersachsen und einen kleinen Ausblick, wie der Stand gerade ist, bekommen habt. Und wünschen euch viel Spaß beim nächsten Konzert. Stories. You told me there is one thing worth of all the magic. It's bigger and stronger than problems we set on our ways. No storm or hurricane can find. Every time when I feel down, I remember your words, and I realize there's no flower, no diamond, no drink to lift me up. I need a magic that I've heard from you about. So I close my eyes, count to three, so I can be with you. Didn't need a word, your eyes could tell it all. I fall.
'Cause for all I know, there I'll be welcome forever in your smile. I'm gonna need it in every moment of despair. I'll keep it for a while, for every hour when you're far, so it can heal my soul. Give me your smile, I'm gonna need it here in every moment of despair. I'll keep it for a while. Hallo, danke fürs Einschalten. Wir sind das Tonate Jan Trio und heute haben wir eine ganz, ganz besondere Möglichkeit und Gelegenheit, in dem wunderbaren Tesma-Studio zu spielen. Vielen Dank dafür an alle, die das ermöglicht haben. Heute spielen ein paar Stücke, ein paar von unseren Favorites, wenn ich das so sagen darf. Wir haben auch mehrere, die diesen Sommer mit einem Album rauskommen werden. Ja, und jetzt erstmal spielen wir drei Stücke. Wrong Garden, I Found You, das ganz erste Stück von uns. Und ein Stück über meine Heimat Litauen, heißt Home. Viel Spaß damit. Never doubted, not at all. 'Cause when I plant my all. Endless cloud embraces me, and now my summer feels like fall. Though I recall the sun did shine, they seemed all mine. Now it all must go to seed. It was perfect, but not for me. I must admit, I was planting in the wrong garden, picking fruits that the gates and walked out to realize that I can take a breath with my old lungs. Thank you.
was sure I made it safe. Save it from a hurricane, where flowers never fade away. Not in January, not in May. A place with no warmer times waits for me outside. The grass was always green here, but a shattered glass can never heal or disappear. I was planting in the wrong garden, picking fruits that weren't mine, but now I open up the gate. I can stand on my own two feet, that I can plant a garden with a single time when I was looking for something that I couldn't find. Days ran by. Was there something I've done that was wrong? The ground just seemed to be slipping under my toes, and I suppose I was too blind to see. Good things can happen to those. Hold on to things that pull you up again. Remember, you're not alone. I was looking way too long, but now I can see. Thank you.
with you. And I'm so sure there's no place in the world where I would go without your words. You tell me in the air when we're alone the life's so beautiful. Every day is spring, and that's why I sing. So we can walk two by two.
freshly dropped snow. It all keeps on calling me home. I can't help but missing my home. I can't wait to visit my home. So schnell ist das schon vergangen und schon sind wir bei unserem letzten Stück und neuesten Stück tatsächlich, obwohl das schon anderthalb, wahrscheinlich schon mehr Jahre her ist, aber durch die ganze Corona-Situation, solange wir uns auch nicht sehen konnten, fühlt es sich immer noch ziemlich neu und frisch und wir freuen uns, das Stück heute euch zu präsentieren. Viel Spaß noch, vielen Dank nochmal an alle hier Mitwirkende. Und ja, wir spielen I Forgot. Kurz die schlechten Zeiten vergessen. I used to be the one that would grow on a rainy day. I'd pick up what's left from a broken cup, make myself some tea. Take a deep breath and count to ten. Listen to my heartbeat. How did I forget how it felt to own every street? I used to think my arms are long enough to reach the sky. In the darkest hour, I find the light and give it to those who cry. I didn't need no promise of a clear tomorrow. Oh, if only I could just relive it all again now. I forgot what it's like to blow against the wind. Of an eye can make a difference. When something breaks, it can be repaired from a distance. When the star fell, I used to catch it and reveal my secret dreams to it. Some of them have already found me, and some of them are still. To be appreciated. Where is our crazy inner child that invites us to sing along? I forgot what it's like to blow against the wind. How could I forget the philosophy on notes I used to pin? One name.
Die Profiförderung ist gerade in dieser Zeit, in der Corona-Pandemie, ein großes Thema. Grundsätzlich über die Profi-Jazz-Förderung spreche ich heute mit Andreas Burkhardt, der hier zu Gast ist bei uns in der Rampe. Als Lehrer organisierte Andreas unzählige Workshops und Seminare in Deutschland und Italien. In der Tonhalle Hannover verwirklichte Andreas sein einzigartiges Konzept des gemeinsamen Übens unter professioneller Anleitung. Gleichzeitig entwickelte sich die Tonhalle zu einem kleinen, aber feinen Veranstaltungsort für zeitgenössischen Jazz. Frei nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, forscht Andreas weiter an den unbegrenzten Möglichkeiten kreativen Musikschaffens und engagiert sich für ein inspirierendes Miteinander. Frei nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, forscht Andreas weiter an den unbegrenzten Möglichkeiten kreativen Musikschaffens und engagiert sich für ein inspirierendes Miteinander im weiten Feld des professionellen Musikerdaseins. Als Jazzer musst du deine Arbeit erfinden. Das ist ein Zitat von dir, Andreas. Ja, das stimmt. Was, gut, dass ich das, dass es so ist. Was bedeutet es, Profi-Jazzmusiker eigentlich zu sein für dich? Und wie würdest du diesen Beruf definieren? Ja, ein sehr interessantes Thema. Also da sind wir bei dem Begriff Profi oder professionell. Was ist das? Das ist eigentlich gar nicht so klar. Man redet immer von professionell. Also es gibt zwei Seiten von Profitum. Das eine ist die Profession. Es gibt zum Beispiel, habe ich gerade vorhin gelesen, es gibt im Kloster dann die Profess, also ein Gelübde, dass man jetzt auch ein Leben lang Mönch sein wird. Und Profession heißt einfach, ich bekenne mich zu etwas und sage, das ist mein Beruf. Da sind wir bei Beruf, könnte auch Berufung sein. Ja. Das ist die eine Seite, also man entscheidet sich dafür, eine bestimmte Tätigkeit zu tun oder Musik zu machen. Und das andere, was immer kommt, professionell heißt, der oder die kann was. Ja, ist ein Profi, der kann sein Zeug, der kann Musik machen, der kann spielen. Und natürlich die dritte, es gibt noch eine dritte, der oder die verdient damit Geld. Das sind sozusagen die drei Standbeine oder die drei Blickwinkel, die es geben kann. Und das ist auch wichtig, dass man das als Kreativer oder als Jazzmusiker klar hat. Das eine ist oft sehr klar bei den meisten, dass sie sagen, ich will Musik machen, ich übe dafür ganz viel. Es unterscheidet sich noch ein bisschen. Es gibt welche, die werden Musikmönche, also die machen gar nichts mehr in ihrem Leben. Also nichts meine ich, das ist schon eine Menge. Die üben den ganzen Tag und spielen und versuchen vom Spielen zu leben. Das sind die Musikmönche. Aber das schaffen nur wenige. Erstens damit bekannt zu werden und zweitens davon zu leben. Dann gibt es die vielen anderen, die irgendwie versuchen, eine Mischung zu finden aus ich kann was, ich widme mich dem Beruf und ich kann damit Geld verdienen. Hat sich natürlich jetzt geändert, weil seit vielen Jahren kann man Jazz studieren, ja. Was sehr interessant ist, weil es hat dahinter das Versprechen, du lernst einen Beruf. Aber es ist leider im Jazz nicht so. Also man lernt das Handwerk, ganz klar, man lernt den Beruf, die Tätigkeit, aber es, wenn man es mal krass formuliert, es gibt keinen Markt. Also okay. Es gibt kein Angebot, was man irgendwie abrufen kann und sagen, oder sagen wir es nicht so krass, es gibt wenig Angebote. Gerade was das Live-Spielen betrifft, das hat sehr nachgelassen. Also gerade dieser Bereich ist äußerst schwierig, da noch irgendwas abzurufen und zu sagen, ich kann das spielen. Es gibt den pädagogischen Bereich, da hat man, wenn man Glück hat, einen Job an der Musikschule, was auch viele, die ich kenne, über Wasser hält. Oder das Grundeinkommen. Und ab dann, ja, Förderungen, kommen wir vielleicht noch später zu Förderungen. Also das sind die Felder. Aber im Prinzip muss man sich selbst erfinden und sagen, wo kann ich arbeiten? Und teilweise muss man die Arbeit selber erschaffen. Man muss Projekte machen, man muss sich Ideen einfallen lassen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch schon den jungen Studenten zu vermitteln. Es gibt nichts, keinen Markt in dem Sinne, wo ich irgendwas abgreifen kann. Ja. Du hast ja selber mit deinen Projekten und auch als Musiker diverse Erfahrungen gesammelt mit der sogenannten Förderkultur.
Welche Rolle spielt denn die Förderung für die Jazzszene, die Musiker selber und ja letztendlich auch Veranstalter, die eben Live-Jazz möglich machen hier in Niedersachsen? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also man kann einfach sagen, ohne Förderung ist es noch schwieriger, total schwer, als Jazzmusiker irgendwie davon leben zu können und damit Geld zu verdienen. Förderung muss man auch genauer betrachten. Also was wird gefördert und wie wird gefördert? Es gibt ja dann immer die Kulturbehörden, die sich was überlegen, wie man Anträge stellen kann und so weiter. Ist ein großer Akt, erfordert sehr viel Arbeit, einen Antrag zu stellen. Das schreckt auch viele Musiker ab und sagen, nee, ich will spielen oder sonst was machen, Proben, ich möchte keine Anträge stellen. Mhm. Also da gibt es schon mal so eine Hürde, die es zu überwinden gibt. Aber natürlich, gerade für die Live-Musik braucht es Förderung. Und es braucht Förderung für die Spielstätten, gerade jetzt nach Corona. Sonst stirbt die Live-Kultur. Wenn da nicht gefördert wird, als Veranstalter ist es fast nicht möglich, mit Konzerten Geld zu verdienen. Ja. In der Tonhalle haben wir das Glück, dass wir keine Kosten für den Unterhalt der Tonhalle erwirtschaften müssen über die Konzerte. Also es kann alles an die Musiker gehen. Aber die meisten müssen auch noch die Miete erwirtschaften und so weiter. Und das ist im Moment super schwierig, gerade in der Kleinkultur. Okay. Klingt jetzt also insgesamt nicht so positiv oder mit gewissen Hürden, die man überwinden muss? Ja, also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit der Förderung und die ist auch wichtig, dass es das gibt. Natürlich ist immer die Frage, wie viel Geld ist zur Verfügung? Mhm. Da wird dauernd, haben wir ja drüber gesprochen, Verteilungskampf. Wie werden die vorhandenen Kulturgelder verteilt? Da weiß jeder, dass die relativ ungleich verteilt sind, wenn ich es also mal ganz Jazz neutral formuliere. Okay. Dann hake ich nicht nach. Und ist aber überall, genauso bei den Theatern, bei den freien Theatern und den städtischen Theatern, unfassbares Ungleichgewicht an Geldverteilung. Hm. Das ist irgendwie festgeschrieben, da wird man auch wenig dran ändern können. Da müsste man einen unglaublichen Lobbykampf führen. Das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also gilt es, diese Töpfe, die da sind, irgendwie gut zu nutzen. Und vor allem, was macht man für Töpfe auf? Ja. Und ich finde, es muss auf jeden Fall für Live-Kultur sein, weil Jazz ist nur vernünftig erfahrbar über Live-Kultur. In unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, Profiszene fördern heißt auch Nachwuchs fördern. Was meinst du denn damit genau? Auch ein schönes Thema. Also es gibt eigentlich genug Jazz-Musizierende. Also natürlich ganz klar, dass man gucken muss, dass da auch mehr Frauen noch in den Jazz reinkommen und sowas. Also von daher, da braucht es auf jeden Fall Förderung und da braucht es einfach Vorbilder. Es braucht mehr Frauen, die im Jazz aktiv sind und dadurch Vorbilder sind für andere Frauen. Nachwuchs sehe ich eher mehr bei dem Publikum oder bei den Fans. Da ist absolut Nachwuchsförderung angesagt. Und wie schafft man das? Ja, da sagt man immer, Jazz muss in die Schule gehen und so weiter. Das, da ist man aber total abhängig von den Lehrern in der Schule. Das geht nicht einfach so. Es funktioniert nur, wenn da Musiklehrer sitzen, die da auch was mit anfangen können, mit Jazz oder mit Improvisation. Mhm. Und ich denke auch unabhängig von den Schulen und so, der Jazz muss mehr rausgehen, der muss zu den Leuten gehen. Hatte mal so eine Idee während meiner LAG-Jazz-Zeit als erster Vorsitzender, dass man ein Jazzmobil macht. Und da setzt man dann eine Band rein und die fährt die Schulhöfe ab. Und immer wenn Pause ist, spielen die für 20 Minuten auf dem Schulhof. Damit einfach mal die Musik zu denen kommt. Ja. Weil man kann zwar heute alles hören, alles sofort erreichen, aber Jazz, viele Schüler tun es nicht, überhaupt nicht. Und ich habe auch lange in den Bläserklassen Saxophon unterrichtet und nach einem Jahr Saxophon hatten die noch nie was mit Saxophon gehört, irgendeine Musik. Also muss man praktisch in der Schule auch noch Hörerziehung machen heutzutage und zu sagen, halt doch mal aus, 5 Minuten das Stück zu hören.
Das muss man, glaube ich, richtig mit denen trainieren, dass die diese Fertigkeit wieder entwickeln und das mal in Anführungsstrichen aushalten können, ungewohnte Musik zu hören. Du bist Mitbegründer unter anderem von House of Music hier in Hannover und der Tonhalle in Hannover und hast auch gesagt, eine Gemeinschaft ist mehr als der einzige. Welche Ziele stecken denn hinter diesen Projekten und hinter diesem House of Music? Wir hatten auch Arne Pünter zu Gast und der hat dazu auch schon einiges gesagt, aber dass du aus deiner Perspektive und eben als Mitbegründer auch nochmal sagst, was das ausmacht und wo ihr hinwollt. Also ich glaube, Gemeinschaft ist heutzutage wichtiger denn je geworden. Gerade für die Musiker oder für die Profis ist total wichtig, dass die sich zusammentun. Und in der Tonhalle habe ich da eine super Gemeinschaft, die sehr solidarisch ist und das Ganze trägt, auch jetzt in Corona-Zeiten total krisenresistent. Also ich bin ein Fan von Gemeinschaft, muss ich absolut sagen. Andreas, du engagierst dich enorm und auch vielseitig für den Jazz und warst selbst, hast du vorhin schon gesagt, erster Vorsitzender der LAG Jazz Niedersachsen. Welche Chancen bietet denn ein solcher Landesverband für die Jazzszene hier in Niedersachsen und, nochmal zu unserem Thema kommt, auch die Profiförderung? Na, eine Vertretung hat immer ein gutes Standing gegenüber den ganzen Kulturbehörden und der Politik. Das ist einfach total wichtig, dass es sowas gibt. Aber auch hier muss das Ganze mit Leben immer wieder gefüllt werden. Und auch die Profis sind manchmal zäh, muss ich sagen. Ich kann das auch verstehen, die haben alle so viel um die Ohren und müssen schauen, wie sie klarkommen. Aber da auch ganz wichtig, dass die LAG Jazz immer mehr Leute ranholt, die auch initiativ werden. Das braucht es auch, Leute, die, also man redet ja immer von Ehrenamt, das klingt so ein bisschen komisch, aber die auch einfach aus Interesse aktiv werden. Mhm. Ich habe auch unglaublich viele Konzerte in der Tonhalle betreut und für 0 Euro, ne, einfach aus, wie sagt man, Leidenschaft oder Interesse für die Sache und sowas braucht. Und das, glaube ich, ist eine Aufgabe von so einem Verband, das zu fördern und zu sagen, wir brauchen das. Ganz wichtig, diese Kultur von, ich mache das gerne, ich muss nicht gleich fragen, wie viel Geld das kostet. Ich engagiere mich und viele, auch hier die Idee von der Rampe ist, dass man einfach zusammenkommt. Ergebnis offen und sagen, ja, mal gucken, wir spinnen mal ein bisschen rum und probieren was aus und testen und machen und tun und dann entstehen bestimmt wundervolle neue Sachen, bin ich ganz sicher. Man muss ja auch nicht immer den Druck eines bestimmten Ziels irgendwie dabei fühlen. Ne? Also gerade wenn eben dieser Druck nicht da ist, dann entstehen eben ja auch viel, viel mehr Ideen und auch gegenseitige Bereicherung letztendlich dann, dass der Funke überspringt. Kannst du vielleicht ein, zwei Projekte nennen in der Zeit, wo du erster Vorsitzender der LAG Jazz warst. Woran warst du beteiligt? Was hast du mit auf den Weg gebracht? Was jetzt für die Profis zum Beispiel auch dann gewinnbringend war? Wir haben das Jazz-Meeting Niedersachsen gemacht, das erste Jazz-Meeting in Wolfenbüttel, um einfach mal so ein Signal zu setzen und zu sagen, kommt mal zusammen aus verschiedenen Bereichen. Fand ich auch gut, war ein erster Schritt. Sollte man weiter verfolgen, in welcher Form auch immer. Wurde jetzt natürlich wieder ein bisschen unterbrochen und sowas alles durch Corona. Und das andere war UNESCO Jazz Day. Okay. Haben wir probiert, dass so ein paar Aktionen in Niedersachsen stattfinden am 30.04. Und das hier in Hannover hat mir super gut gefallen mit Profis und Amateuren zusammen, die auf dem Kröpke gespielt haben. Was ich finde, viel mehr passieren müsste. Es gibt auch immer so eine merkwürdige Trennung zwischen Profis und Amateuren. Die Profis, die unterrichten immer und spielen Profis, aber dass mal Profis und Amateure ernsthaft zusammenspielen, das gibt es erstaunlicherweise ganz wenig. Mhm. Da ist so, weiß nicht, woher das kommt. Mhm. Und, dass dafür mehr Chancen irgendwie dann auch gebildet werden oder Begegnungen.
Ja, und dass man mal mit Profis zusammensetzt und sagt, wow, ist ja geil, wenn ich mit dem mitspiele, das ist ja eine ganz andere Energie, die ich da höre. Ja. Und oft stehen die Profis vorne und erklären immer und erklären und erklären. Mhm. Und da ist es gut, mal zu spüren, was da für eine Energie ist, wenn so ein Profi kommt. Also da könnte auch mehr passieren, dass Profis und Amateure im engen Austausch sind und da irgendwelche Sachen miteinander spielen. Das stimmt. Und das war auf dem Kröpke super. Da hatten wir so ein Stück von Jörn Markus und Wolf, was er geschrieben hatte. Und ich hatte das mühsam mit meinen Trainierenden eingeprobt, weil das war schon relativ schwer für die. Mhm. 3 Wochen lang habe ich dasselbe Stück. Immer und immer wieder. Geübt. Ja. Aber das war dann cool, weil die einmal meine Amateure haben ohne Noten gespielt. Und die Profis standen bei den Noten und haben das abgespielt. Habe ich total gefeiert. Super, ach toll. Werfen wir doch mal einen Blick noch in die Zukunft. So, weiß nicht, 5 bis 10 Jahre Profi-Jazz-Förderung oder grundsätzlich Jazzszene in Niedersachsen oder wenn du möchtest, vielleicht auch hier in Hannover. Wie würdest du sozusagen das ideale Bild beschreiben, wenn du dir das wünschen könntest, wie es aussieht dann? Die Jazzer müssen überlegen, wie sie sich aufstellen. Also das eine ist diese Marktnummer, zu sagen, ja, ich will ja irgendwie davon leben und muss schauen, wie ich durchkomme. Aber sie müssen auch lernen, gute Botschafter ihrer Musik zu werden. Daran mangelt es mir manchmal noch ein bisschen. Das fängt mit Bühnenpräsentationen an. Also ich meine damit nicht, dass die eine Show da auf der Bühne machen müssen, sondern dass sie ein Standing haben, dass sie dastehen und vermitteln können, wow, geile Musik machen wir hier. Da schaue ich manchmal bei Jason auf der Bühne in relativ unbeteiligte Gesichter. Und ich glaube, die Jazzer unterschätzen das immer, wie viel das beim Publikum macht. Ja. Erstens, dass man merkt, wow, die haben Spaß da, die gucken sich an. Und zweitens auch diese kleinen Moderationen zwischendurch, die sind so wichtig. Gerade je komplexer die Musik ist, umso eher brauchen die noch die Zuhörer einen Punkt zum Andocken, wo sie sagen, ach ja, und ach, ich merke, der brennt für diese Musik. Ich verstehe das zwar überhaupt nicht, was das für Musik ist, aber Mensch, bei dem ist das echt cool, wie er das spielt. Und da mangelt so ein bisschen, also das nenne ich immer Botschafter des Jazz sein und sagen, diese Begeisterung vermitteln können. Cool, und da erlebe ich viele Jazzmusiker, die sehr zurückhaltend sind. Ja, ich mache Jazz und so. Okay, mehr davon. Das wäre schön, mehr Begeisterung vermitteln für diese Musik und dass es cool ist, Jazz zu spielen. Ja. Das war ja mal früher, oder? In Italien finde ich das immer toll. Da sitzt man in ziemlich noblen Hotels und Restaurants und isst und im Hintergrund läuft Jazzmusik. Und zwar nicht Unterhaltungsjazz, sondern richtig Jazz. Und das gehört da so zum Image zu. Ist einfach cool. Und die Leute wissen auch, dass sie gerade Jazz hören? Ich glaube schon. Oder die sagen, das ist, gehört zu dem Flair dazu. Ne? Ist cool, Jazz. Und hört man und dann isst man nett zusammen. Und sowas braucht es wieder, so eine Verbindung, das, oder wie sagt man da, ein Feeling, dass man so wieder ein Feeling und nicht sagt, ja, da wird wieder Jazz gespielt, ja, alles klar und so weiter. Okay, das Gefühl nehme ich mal mit. Vielen, vielen Dank, Andreas. Gerne. Ich begrüße ganz herzlich jetzt zu unserer Talkrunde Britta Rex. Britta Rex ist Sängerin, Musikerin, Komponistin, Arrangeurin, Dozentin und Bandleaderin. Nach dem Lehramtsstudium studierte Britta Jazzgesang und konzentrierte sich zunehmend auf Komposition und das Arrangieren. Als Referentin gab sie eine Vielzahl von Workshops und Fortbildungen. Britta unterrichtet seit 2001 an der HMTMH Jazzgesang und hat einen weiteren Lehrauftrag an der Musikhochschule Lübeck für Jazzgesang und Improvisation für 9 Jahre inne. Britta, nochmal herzlich willkommen. Dankeschön, freue mich, dass du hier bist. Ja.
Du hast im November 2019, also noch vor der Corona-Pandemie rechtzeitig, einen Workshop zur Improvisation für junge Musikerinnen aus Niedersachsen veranstaltet. Was war denn das Ziel dieses Projekts und warum richtete sich der Workshop explizit an junge Mädchen im Alter von 10 bis 16 Jahren, hattest du, glaube ich, gesagt, ne? Genau. Wir haben überlegt, wir wollen gerne Mädchen ermutigen zu dieser Thematik Improvisation, also in Richtung Jazz. Es muss gar nicht Jazz sein, aber es ging um Improvisation in erster Linie. Weil wir natürlich, wie wir alle festgestellt haben, wo sind die Jazzmusikerinnen? Und wenn es ums Thema Improvisation geht, fällt total auf, dass Mädchen sich eher zurücknehmen und eher nicht so nach vorne preschen und eher sagen, ah nee, mal, ich muss jetzt nicht unbedingt das Solo spielen, lass mal die anderen lieber machen. Und eine interessante Anekdote, irgendjemand meinte, nach dem Frauenmusiktag oder irgendein Format war das, wo Mädchen unter sich waren, warum das denn so befreiend ist für Mädchen, plötzlich nur unter sich zu sein. Da meinte irgendeins von diesen Mädchen, ja, da muss man sich ja jetzt nicht so schminken und nicht so fertig machen, sondern man ist ja unter sich und da kann man ganz normal sein. Und da habe ich gedacht, so, dann müssen wir wahrscheinlich da mal ansetzen und gucken mal, was draus wird. Und eigentlich der Impuls war auch, das Panel bei der Jazz Ahead 2018, wo das große Thema war Frauen auf die Bühne. Wo sind eigentlich die Frauen auf der Bühne? Du warst, glaube ich, auch dabei. Und da hat eine schwedische Kollegin, ich weiß den Namen nicht mehr, gesagt, dass sie Untersuchungen gemacht haben. Und dass sie festgestellt haben, dass Mädchen im Alter zwischen 10 und 12 Jahren, also relativ früh, schon sehr, sehr weit sind und sehr reif sind in ihrer Entwicklung im Vergleich zu den Jungen. Und dass man genau an der Stelle vielleicht ansetzen kann, Mädchen oder angehende Musikerinnen, die vielleicht Profi werden wollen, zu ermutigen und zu empowern sozusagen, sich was zu trauen. Ja, weil sie da schon bereit sind dazu und genau in der Phase das schon mitnehmen können, während hingegen sie später sich wieder ein bisschen zurücknehmen in der Pubertät. Also eigentlich so in dieser Phase so ein Selbstbewusstsein schaffen. Das war unser Ziel und deshalb haben wir gedacht, wir machen es für Mädchen und wollen mal gucken, wie das funktioniert. Wir mussten tatsächlich einen Jungen wegschicken. Der hatte sich fälschlicherweise angemeldet und hatte es nicht mitgekriegt. Und dann tat es mir auch total leid, dass wir ihn wegschicken mussten. Aber wir haben gedacht, wir machen dieses Experiment und gucken, wie funktioniert das nur mit Mädchen. Und es war grandios. Inwiefern war es denn grandios? Und wie viele Mädchen waren dabei? Wir hatten am Ende 26. Wow, okay. Drei Gruppen gemacht und drei Gruppen, also die ganz Jungen, weil das ist natürlich eine Riesenspanne, ne? Also fast noch Kinder zwischen 10 und 12 und dann die 16-Jährigen sind fast schon Erwachsene. Also das ist ein großes Feld gewesen. Hatten drei Gruppen gebildet und haben mit denen experimentiert, Konventionen gebrochen, Fehler gemacht, ja, und einfach so mal ermutigt dazu, zu machen, was einem gerade einfällt, am Instrument. Und es war befreiend. Es war einfach super spaßig. Wir hatten so einen Spaß gemeinsam. Es war wirklich richtig toll. Das klingt wirklich toll, ja. Und wie soll es denn weitergehen? Also jetzt berichtest du davon mit so viel eigener Power und auch Begeisterung. Ist da eine Fortsetzung von dem Workshop geplant? Nun kam ja die Pandemie dazwischen, kam das eventuell dazwischen? Oder? Das kam sicherlich dazwischen. Also wir haben auf jeden Fall nach der Abschlusspräsentation haben wir gesagt, das müssen wir unbedingt wiederholen. Mhm. Und ganz viele von den Mädels waren auch so begeistert und gesagt, nächstes Mal bringe ich meine Freundin mit und dann bringe ich die noch mit. Und das müssen wir unbedingt weitermachen. Ja, dann kam 2020 eben die Pandemie dazwischen. Aber an sich ist es eine super Sache, weil wir haben es, wurde ja auch gefördert. Im Rahmen dieses Festivals vom Land. Und der Unkostenbeitrag war eben nur 5 Euro. Das heißt, es war auch wirklich offen. Also jeder konnte das machen, ohne dass man da viel Geld für zahlen musste. Das bedarf eben dann eines guten Konzeptes und so eines Förderprogramms. Aber wir drei, die wir das gemacht haben, Annette und Christine Neddens am Schlagzeug und ich, wir drei Frauen, waren auch so begeistert, dass wir es unbedingt auch gerne in der Konstellation wieder machen wollen, wenn denn es wieder möglich ist. Ja. Das wäre toll. Also ich bin dafür. Ich auch. Definitiv. Ich habe vorhin ganz, ganz viele Stichworte zu deiner Beschreibung genannt, was du alles machst, in welchen Bereichen du tätig bist.
Genau, du bist als Musikerin und auch als Bandleaderin und als Dozentin im Jazz tätig. Warum gibt es denn deiner Meinung nach oder auch in die Erfahrung, die du bislang gemacht hast in deinem Beruf, zu wenig Bandleaderinnen und auch Jazzerinnen, also als Musikerin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist ein hartes, ich meine, es ist generell, wer sich in dieses Haifischbecken begibt und Jazzmusiker oder Jazzmusikerin werden will, braucht Durchhaltevermögen und eine Durchsetzungskraft. Und es ist nicht immer leicht. Also heutzutage braucht man ja, ist man nicht nur Musiker, sondern man ist eben dann auch Manager ein Stück weit, wenn man Bandleader ist, sowieso. Und du musst dich halt selbst verkaufen. Also diese Selbstvermarktungsschiene nimmt so viel Raum ein inzwischen, dass es eben, also es erfordert schon viel von einem Menschen, egal welchen Geschlechts er ist, sowas zu machen. Und eben eine Band am Laufen zu halten, braucht schon eine starke Vision und einen starken Glauben an sich selbst und an die eigene Kunst. Und vielleicht auch eine Widerstandskraft, wenn man aneckt oder es vielleicht nicht jedem gefällt, also seine Vision weiterzutragen. Weil, machen wir uns nichts vor, im Jazz, es ist eine Nischenmusik, da ist es schwer von zu leben. Ja. Und muss man vielseitig aufgestellt sein. Das heißt, wer von uns JazzmusikerInnen kann denn nur allein vom Musik machen leben. Also das heißt, man ist noch Dozentin, man ist dies und dies und dies auch noch parallel. Warum so wenig Bandleaderinnen da sind, weiß ich nicht. Aber es gibt so viele Sängerinnen, die ihre eigenen Projekte machen und die letztendlich dann auch die Leaderin sind. Wir hatten eben gerade schon drüber gesprochen. Ich sehe auch dieses Sängerinnenbild. Ja, man kann ja immer sagen, es gibt ja, ja Sängerinnen, fallen ja raus, weil es gibt natürlich viel mehr Sängerinnen als Instrumentalistinnen. Aber diese Sängerinnen sind inzwischen ja auch wie Instrumentalistinnen, finde ich, was heutzutage stattfindet. Da ist vielleicht auch ging auch so ein Wandel vonstatten, aber heutzutage ist man als Jazzsängerin, hat man die gleichen Skills wie ein Instrumentalist. Ja, und ist Komponist und den Komponistin, ist Arrangeurin gleichzeitig und muss eben vieles so auf der Pfanne haben. Also das, deshalb würde ich sagen, ich werfe die mal alle in einen Topf, ob das jetzt Sängerinnen sind oder ob das Instrumentalistinnen sind. Da gibt es so viele total kluge, super inspirierende Frauen jetzt gerade. Da geht was. Da geht was, okay. Absolut. Und wie saß... Ich will das Wort gar nicht damals sagen, aber vor ein paar Jahren. Also vor ein paar damals, und ich kann genau. ich gebe das jetzt zu, das ist 25 Jahre her. Ich habe 95 angefangen mit meinem Jazzstudium in Hannover und habe dann quasi relativ schnell, so nachdem ich fertig war, gewechselt und war dann Dozentin. Also es ging so ein fließender Wechsel ging da in meiner Rolle. Und da war es erstmal so, dass es gar nicht diese Trennung gab zwischen Jazz und jazzverwandter Musik und Pop, sondern es hieß Jazz-Rock-Pop. Das war erstmal damals so. Und ich hatte angefangen zu studieren und hatte eigentlich vorher nur Pop und Rock gemacht. Hab dann aber festgestellt im Laufe dieses Studiums, Jazz ist das Ding. Also dieses Freigeistige und diese Geisteshaltung dahinter. Das ist genau das Ding, was ich machen will. Also ich bin ganz klar Jazzmusikerin. Mhm. Ja. Das hat sich entwickelt. Und jetzt gibt es ja diese Spartentrennung. Jetzt gibt es Jazz auf der einen Seite und es gibt Popularmusik, ja? Popular Music auf der anderen Seite. Da ist man erstmal schon, hat sich total was gewandelt. Und ich möchte echt behaupten, das Rollenbild einer Sängerin hat sich auch in den letzten 25 Jahren total gewandelt. Bestimmt. Ja? Aber wart ihr mehrere Studentinnen? Ja, damals waren natürlich oder meinst du, dass es jetzt auf alle Fälle mehr junge Frauen gibt, die diesen Studiengang annehmen? Ja, es gibt ein paar mehr. Ein paar nicht mehr. Wesentlich mehr. Okay. Also damals war es so, ich habe auch immer gerne mit Frauen gespielt, aber in meinem Studium, ganz ehrlich, als ich studiert habe, waren die anderen Frauen Sängerinnen. Da war keine einzige... Das ist wieder dieses Klischee. Absolut. Es war keine einzige Instrumentalistin, jedenfalls nicht in meinem Jahrgang. Da war es ganz dünn. Okay, da das war heißt, nicht viel. Da hat sich dann was getan. Es gibt mehr Instrumentalistinnen auf alle Fälle. Da gibt es auf jeden Fall schon ein paar mehr. Okay. Und das ist auch so ein Workshop, wie ihr den veranstaltet, sicherlich auch nochmal
ein super Push und auch ein Zeichen, Vorbild, die Instrumentalistinnen in den jungen Jahren zu motivieren oder irgendwo einen Funken noch mit rüberzugeben, dass sie dann tatsächlich auch ins Studium gehen. Das ist zu hoffen, ne? Also ich hatte das Thema gestern gerade mit Kollegen in den Amateur-Big Bands. Sagen, gucken wir uns das jetzt mal an, so diesen Bereich. Da gibt es ja schon auch mehr Frauen. Im Profibereich ist es schwieriger. Ja, wenn bei der NDR-Big Band nur Sandra Hempel als einzige Frau auftaucht, die Gitarristin, dann ist das ja ganz dünne. Dann fragt man sich doch, was ist da los? Ja. Wo sind die denn? Warum gehen die eben dann nicht in diese, in die, werden die nicht Berufsmusikerin? Ja, die Frage, ja, das ist eine große Frage. Da möchte ich auch noch mal mehr ran. Der Deutsche Musikrat unter anderem und auch Union Deutscher, ich habe es jetzt UDJ, DJU, Deutsche Jazz Union, genau, die befassen sich damit ja auch jetzt schon eine Weile und intensivieren das. Also das finde ich auch sehr spannend. Da sollten wir beide aber auch insgesamt mit der LAG Jazz noch mal anknüpfen und nachforschen. Ja, ich glaube, eigentlich hast du die Frage, die ich mir hier als letztes notiert habe, schon zum Teil beantwortet, aber vielleicht fällt dir auch noch was dazu ein, was ich noch ändern könnte, sollte, um mehr Mädchen ja auch für diese Nischenmusik Jazz zu begeistern. Also du hast gesagt, dass gerade in jungen Jahren oder bei Mädchen noch jünger angesetzt werden sollte. Und ich finde auch, dass Improvisation als Methodik, als Mittel in der Grundschule und auch eigentlich schon davor irgendwie unbedingt genutzt werden sollte und auch mehr Jazz vielleicht gespielt werden sollte, auch irgendwie im Unterricht und nicht nur diese Beispiele, die ganz, ganz wenig irgendwo im Curriculum eventuell vorkommen. Genau, wo meinst du, kann man als, ja, vielleicht in deiner Rolle, in deiner vielseitigen Rolle, wo man da noch was machen könnte, vielleicht auch als Zeichen für die LAG oder für den Landesmusikrat, wo wir das noch unterstützen können? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon wenige Frauen erlebt, auch in meiner Ausbildung. Klar, ich hatte eine Gesangsdozentin, aber ansonsten waren da keine Frauen, die irgendwie Instrumente gespielt hätten oder sowas. Und das finde ich auch immer ganz, ganz inspirierend, glaube ich, für Mädchen, die dann auch Musikerinnen, die durch und durch Musikerin sind und nicht eben nur Sängerin, sondern auf Augenhöhe eben mit Musikern, ja, auch agieren können auf der Bühne oder sich auch darüber austauschen können. Also die eben auch ein Instrument spielen. Also Stichwort Vorbilder. Vorbilder, Role Models, natürlich. Also das ist ein ganz großer Faktor. Also ich meine, wir haben eine Bundeskanzlerin. Ja, das ist natürlich auch, da passiert doch einiges. Also, dass ein Mädchen sich heutzutage vorstellen kann, in der Politik oder irgendwo erfolgreich zu sein oder irgendwie eine Führungsposition einzunehmen, das ist ja, verbreitet sich ja jetzt viel mehr. Das finde ich total wichtig. Mhm. Und da eben auch ein Stück weit starke Frau zu sein, die vielleicht auch sowas vorlebt und auch eben genau das, worum es geht, auch bei Improvisation, eben einfach mal zu machen, sich zu zeigen, wie man ist und vielleicht auch anzuecken, vielleicht mal was Schräges, Experimentelles zu machen, was nicht nur schön ist. Also auch mal quasi Konventionen zu brechen oder mal sich zu zeigen in einer Art und Weise, die vielleicht herausfordernd ist, nenne ich es jetzt mal so. Okay. Das, was vielleicht so Attribute, die man als Mädchen in der Erziehung vielleicht gar nicht unbedingt so mitkriegt. Aber sowas vorgelebt zu kriegen, dass da jemand unerschrocken ist und einfach macht. Einfach machen, und Fehler macht und einfach auch dazu steht und nicht hinterher sagt, oh, ich schäme mich so, weil ich einen Fehler gemacht habe, sondern sagt, nein, Fehler sind geil, weil nur darüber lerne ich was. Also das versuche ich immer zu vermitteln und sage, jetzt mach doch mal einen Fehler. Probier mal aus, sei mal frei, mach mal so richtig ins Fettnäpfchen, so richtig rein und es ist einfach, passiert ja nichts Schlimmes. Mhm. Und darüber lernen wir halt total. Aber das haben wir in unserer Ausbildung, in unserer Leistungsgesellschaft ja gar nicht im System, dass man mal sagt, man dürfte Fehler machen, man darf mal frei sein und einfach mal wirklich kreativ ausprobieren. Ja. Ein großes Manko einfach. Ja. Ne? Das ist toll. Okay, also Vorbilder und einfach machen.
Sich zeigen. Sich zeigen und Mut haben, sich zu zeigen. Britta, du hast eben gerade gesagt, dass dieser Mädchenworkshop ein gefördertes Projekt war mit öffentlichen Mitteln und im Rahmen des Seitwärts Jazz Avantgarde Festivals lief. Wie kam es denn zu dieser Projektförderung oder wer hat den Antrag gestellt? Wer hat euch da unterstützt? Der Antrag lief über die LAG Jazz. Und die LAG Jazz hat quasi die Mittel beim Land beantragt. Ja, das ist so das Prozedere. Und das ist ja auch das Tolle, dass die LAG Jazz eben so viele Kooperationen möglich macht und eben als Trägerverein sozusagen Bindeglied ist zwischen den Künstlern oder den Leuten, die Ideen haben für pädagogische Konzepte und eben den Geldgebern, die im MWK sitzen. Also das heißt, als gemeinnütziger Verein darf eben die LAG Anträge stellen. Und wenn man eine tolle Idee hat, als Künstler oder jemand, der einen pädagogischen Workshop machen will, kann man sich an die LAG wenden und das darüber eben einreichen. Also das ist total gut und läuft ja auch schon viele Jahre. Also auch die Jazz-Seminare, das läuft ja schon so viele Jahre. Da habe ich auch schon so viele Workshops gegeben. Das ist alles sind alles Projekte, die über die LAG Jazz laufen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Britta. Sehr gerne. Und du hast schon mein Stichwort geliefert für die Anmoderation der Band. Wir beamen uns nämlich jetzt wieder rüber ins Tonstudio Tesma und begegnen dort im Prinzip der Herausforderung, aber auch den Chancen der Vielseitigkeit des Jazz mit der Band Spaces, die zeigen, wie in dem Moment durch Improvisation und das gemeinsame Musizieren und miteinander kommunizieren, ganz wunderbarer experimenteller Jazz entstehen kann. Viel Spaß.
Ja, willkommen zu einem kleinen Konzert von den Quartett Spaces. Ich stelle erstmal die Musiker, Musikerin vor. Eike Wolfmeier am Piano, Clara Däubler am Bass und Willi Hanne am Schlagzeug. Mein Name ist Andreas Burkhardt. Ja, wir haben das große Vergnügen, heute hier im Tonstudio Tesma zu spielen. Und es ist eine absolute Premiere für uns, weil wir das erste Mal in dieser Formation live zusammen spielen. Oder haben wir? Nein, wir haben sonst noch nicht so richtig zusammen gespielt. Ja, es gibt eine Geschichte zu der ganzen Sache. Wir haben im letzten Jahr eine CD aufgenommen und das ist unter ganz ungewöhnlichen Bedingungen entstanden. Wir haben miteinander gespielt oder improvisiert, ohne uns zu sehen, aber noch wichtiger, ohne uns zu hören. Wir haben nur Zeiten verabredet, wir haben immer feste Uhrzeiten gehabt, an denen wir uns verabredet haben, haben die Stücklänge festgelegt, wie lange wir zusammen improvisieren, aber sonst gab es keine Absprachen. Wir haben über viele Wochen, das hat Corona möglich gemacht, haben wir jeden Abend um 19 Uhr zusammen improvisiert unter diesen Bedingungen. Daraus sind circa 5 Stunden Musik entstanden, aus denen wir ein Best-of ausgewählt haben. Rausgekommen ist ungefähr 1 Stunde Musik und die haben wir auf unserer CD veröffentlicht. Also wir hatten ganz besondere Voraussetzungen und das war für uns alle 4 super spannend und hat uns musikalisch nachhaltig beeinflusst. Und jetzt ist es natürlich umso spannender, mal wieder real miteinander zu spielen und zu schauen, ob das auch geht, wenn man sich hört. Viel Spaß.
Thank you.
Ja, vielen Dank schon mal fürs Zuhören und Zuschauen. Natürlich möchten wir auch unsere CD anpreisen. Ich fasse mal hier runter. Das ist die CD, die unter diesen ungewöhnlichen Umständen entstanden ist. Heißt Spaces Together Alone. Und ja, wir haben uns was überlegt. Wer uns als Erster eine Mail schreibt, kriegt eine CD umsonst. Also, wer zuerst eine Mail an uns schreibt, ihr findet uns auch auf der Website spaces-jazz.de, der kriegt die CD umsonst. Ja, wir spielen kurz noch ein Stück zum Schluss. Und ja, vielen Dank an das Tonstudio Tesma und das ganze Team, die hier alle aktiv sind. Ein unglaublicher Aufwand hier, kann man alles gar nicht sehen, aber vielen Dank für eure Arbeit. Das war ja nun also der erste Teil von All That Jazz mit vielen musikalischen Impressionen und Geschichten des Jazz in Niedersachsen. Wir hoffen, dieser erste Teil des Jazz Summit hat euch gefallen und ihr habt Lust, morgen wieder einzuschalten. Morgen geht es um die gleiche Uhrzeit weiter. Dann mit Konzerten des Chiara Raimondi Quintetts, Oumuamua, im Klaus Spenker Trio zusammen mit Felix Petri und Casimir Effekt und mit einem Blick in die Zukunft. Wir sprechen mit spannenden Gästen über Frauenförderung im Jazz und über interkulturellen Dialog. Wir blicken auf Chancen und Herausforderungen des Musikberufs und wollen über Ideen für die zukünftige Nachwuchsarbeit sprechen. Wir sind jedenfalls sehr gespannt und freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und sagen gute Nacht und bis morgen.